Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Mittwochs-Livestream zu Gast W. Gerald. Herzlich willkommen, W. Gerald. Dankeschön. Ein episches Hallo an die Community. Schon voll kaputt, so von TikTok. Ja. Langsam schon Verschleiß bekommen, klar. Jeden Tag Stream, 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 Stream. Ja, aber heute ein ernstes Thema. Überraschung, Überraschung, Sinan P. hat gestanden. Also nochmal kleine Chronologie. Ein Video kommt raus, dann passiert lange nichts. Dann kommt ein neues Video, oder nein, das gleiche Video kommt nochmal raus, unzensiert oder sowas. Ali Osman greift es auf. Viele teilen es, viele greifen es, oder nicht viele, relativ wenige teilen, greifen es auf. Unter anderem Traut kein Promi und wir beide. Und wir haben einen Stream gemacht, darüber berichtet, über die Vorwürfe. Es so analysiert, unserer Einschätzung nach. Und ja, wir waren uns beide einig. Wobei, man kann auch nicht anderer Meinung sein, weil das Video eindeutig ist. Ja? 11 Minuten Video, wo man alles schwarz auf weiß sieht. Ja? Also, dass die Vorwürfe Sinan hätte pädophile Neigungen und würde gerne sexuelle Handlungen an einem zweijährigen Mädchen vornehmen, dass die zutreffen, weil das Video es sagt. Und das Video habe ich mir auch angeschaut. Ja, und der Druck wurde immer größer, obwohl auch viele ihn verteidigt haben, wie sein Bruder Roos und Flair und Mazdak und wer noch, Arafat, Abu Chaka und so weiter, viele ihn verteidigt haben, war der Druck letztendlich so groß, dass er einfach ja, gestehen musste. Ja. Lügen haben kurze Beine, letztendlich kommt die Wahrheit raus und jetzt hat er gestanden in einem Video, welches wir uns gleich anschauen werden. Aber zusammengefasst, auf jeden Fall, wir hatten recht. Wir haben niemanden zu Unrecht der Pädophilie oder geplanter Sexualstraftaten beschuldigt. Ja, wir wurden auch nicht verklagt oder sonst was. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt das Video anschauen und dass wir das zu Ende führen. Weißt du, das Thema ist schon wichtig. Und wir haben es angefangen und deswegen haben wir gesagt, komm, wir müssen jetzt darauf reagieren, damit es nicht so, dass der einzige Stream so Vorwürfe und so weiter, aber es braucht ein abschließendes Fazit, eine abschließende Erklärung, damit der Fall der Soko Kolben polieren zu den Akten ad acta gelegt wird. Weißt du, wer mich in dieser Geschichte am meisten enttäuscht hat, das war dieser Carsten Steil. Also ich hätte echt ein bisschen mehr erwartet von dir. Ich weiß, ja. du hast ja auch, glaube ich, letztens erwähnt, dass da eher so eine Mogelpackung ist, aber trotzdem, das war unglaublich schwach. Ey, ich weiß nicht, aber ich durchschaue die Leute. Ich habe von Anfang an zum Beispiel über Michael Kur und Carsten Steil gesagt, so, ich halte nichts von denen. Und einige Zeit später so, keine Ahnung, von Michael Kur siehst du Videos, wie er zu Ramadan auf Arabisch gratuliert, wie er Erdogan gratuliert und so Sachen. Und Carsten Steil können wir jetzt später nochmal thematisieren, sein Verhalten in dieser Causa ist wirklich peinlich so. Und von ihm habe ich eh nichts gehalten. Hat er echt Erdogan gratuliert? Hat der Kur echt dem Erdogan gratuliert? Ja, also Michael Kur hat Erdogan zum Wahlsieg gratuliert. Ja, also Chefermittler Ali Osman von Leiter der Soko Kolben hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Das haben wir schon mehrmals erwähnt. Ja, und wir werden uns jetzt das anschauen und danach habe ich noch ein bisschen was vorbereitet, nämlich so eine Zusammenstellung an interessanten TikTok-Videos, auf die wir auch noch reagieren werden. Aber bevor es losgeht, kommen wir erstmal zu einem anderen Skandal, den ich unbedingt gleich vorher noch thematisieren will, nämlich ein erschreckender, schlimmer Fall von Islamophobie. Ja, ein Video, welches mir zugespielt wurde, zeigt einen eindeutigen Fall von
von Rassismus und Islamophobie. Schauen wir uns das Video an. Hey, hallo, können Sie bitte aufhören, die Sachen zu uns zu klauen? Also der Hausmeister weiß auch schon Bescheid, also es geht wirklich nicht. Also wir fühlen uns echt jetzt super unwohl. Warum soll ich die Menschen aus dem Gebäude eigentlich bringen? Das ist schon mal die erste Frage. Nein, das ist etwas Privates hier. Wir wohnen hier, hallo? Ich weiß ganz genau, was hier abgeht. Ja, was geht denn da? Dass sie du vor bist derjenige. Religiöse Menschen aus Gebäudeeinrichtungen. Nein, es geht darum, dass du nicht hier wohnst. Du hast hier unser Essen. Cool. Alles ist auf Band. Okay? Ja. Okay, bei uns ja auch. Ganz also, genau. Und es ist nicht cool. Okay, ja, okay? Finden es auch nicht cool. Also. Ja, weil du wohnst ja nicht hier. Wenn du hier wohnen würdest, dann ist das was anderes. Okay? Möge Allah euch recht leiten. Okay, ja, ja dich auch bitte. Ja, okay? Ja, 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 perfekt. Gut, tschüss. Also, falls jemand nicht verstanden hat, was hier passiert. Dieser Moslem-Türke klaut hier im Studentenwohnheim, wird in flagranti erwischt und beschwert sich, weil er in flagranti beim Klauen im Studentenwohnheim erwischt wurde, beschwert er sich darüber, dass religiöse Menschen aus öffentlichen Gebäuden entfernt werden. Ja, religiöse Menschen aus öffentlichen Gebäuden entfernt werden. Spricht hier von, ich glaube, Rassismus hat er gemeint. Und sagt am Ende, möge Allah euch recht leiten. Was meint er da? Meint er vielleicht, weil sie nicht die Scharia-Strafe für Diebstahl an ihm angewandt haben, ja, weil sie ihn nicht festgehalten haben und ihm nicht die Hand abgehackt haben? Oder warum muss Allah sie recht leiten? Ich finde das jetzt auch interessant in dem Standbild jetzt, was wir hier gerade sehen. In Ehren der Linksliberalen hat er sogar seine Vogelnestfrisur sogar nach links gekämmt, ja. Deswegen ist es so eine Anlehnung an die Linksstruktur, die ihm den Asylstatus gewährt hat. Na, also wir sehen das. Das hast du ja auch letztens, nicht nur letztens, das hast du schon häufig gesagt. Dieses typische, die wollen, dass die einfach nur sagen, okay, hier, bitteschön, hast du, nimm mit und tschüss. Ne? Die wollen die Schwächsten der Schwächsten, die wollen, dass wir schwache Lämmer sind. Und sobald du das nicht bist, dann bist du islamophob und rassistisch und dann beschwert er sich sogar noch, warum sie sich beschweren. Das muss man sich mal antun, Alter, unglaublich. Und die tun ihn noch so vorsichtig ansprechen, hallo, könntest du bitte aufhören, unsere Sachen zu klauen und so. Und der so, ich weiß, was hier läuft. Hier werden religiöse Menschen aus öffentlichen Gebäuden entfernt. Guck mal, wie sein Körper ausschaut. Seine Schultern sind total schmal, ey. Möge Allah euch recht leiten. Aber weißt du, was auch heftig ist? Was ich in dem Video, was man auch gut sieht, diese gute Art zu lügen, wie sie das im Blut haben und wie gut sie lügen. Überleg, schau mal seine Reaktion. Genau. Er muss nicht überlegen, oder jeder ehrliche Mensch, wenn du ihn erwischst bei einer Lüge, der ist so, man sieht es seinem Gesicht an, er wird rot oder er braucht, um eine Lügengeschichte zu erfinden. Bei ihm hast du sofort, kommt eine passende Lügengeschichte, so, ey, was wollt ihr von mir? Und auch eine typische Eigenschaft für sie, sie machen etwas, sie begehen Unrecht und schaffen es, machen diesen Salto und schaffen es, die Situation so zu drehen, dass sie die Opfer sind. Er beklaut. Da sind die normale Studenten. Ja, er beklaut stinknormale Studenten und er dreht so die Situation, weil er weiß, die dummen Deutschen, was funktioniert da? Die Nazi-Keule, die Rassismus-Keule. Ich muss nur laut schreien, hey, nur weil ich Moslem bin, nur weil ich ein Schwarzkopf bin, nur weil ich Migrant bin, ja, und versucht so den Spieß umzudrehen und automatisch in die Opferrolle zu kommen. Hier schauen wir uns nochmal an, wie er das schnell dreht. Guckt euch das an. Hey, hallo, können Sie bitte aufhören, die Sachen zu uns zu klauen? Sie siezen ihn sogar. Könnten Sie bitte aufhören, die Sachen zu klauen? Und schauen jetzt an. Also der Hausmeister weiß auch schon Bescheid, also es geht wirklich nicht. Also wir fühlen uns echt jetzt super unwohl. Schau, packt gleich Handy raus. Ich verscheuche die Menschen aus Gebäudeeinrichtungen. Ich verscheuche die Menschen aus Gebäudeeinrichtungen. Ey, Banküberfall. Du wirst erwischt von den Bullen oder von Mitarbeitern. Ihr verscheucht die Menschen aus Bankgebäuden. Das ist schon mal die erste Frage. Nein, das ist etwas Privates hier. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich voll an das Video von, kennst du diesen arroganten Paten auf TikTok, ne? Ja.
Und der macht ja jedem eine Ansage und es hat voll die große Schnauze. Und dann gibt es auch ganz bekanntes Video, wo der dann so konfrontiert worden ist, wo dem jemand aus dem Auto gezerrt hat und ihm noch so Schläge angedroht hat. Und er hat sich erfolgreich aus dieser Nummer noch rausgeredet. Der hat wirklich alle Register gezogen. Gesagt so: Bruder, das war ich nicht, Bruder, lass uns reden, Bruder, lass mich dein Gesicht küssen, Bruder, lass mich dein Gesicht küssen. Der hat alle Register gezogen, um sich da irgendwie rauszureden. Aber hat es geschafft. Deswegen, in Sachen rausreden. Sind die absoluten Weltmeister, wirklich die absoluten. Und deswegen lasst euch nicht verarschen von dem Scheiß. Ja, genau. Ja, was geht denn ja, ab? Dass du bist derjenige. Religiöse Menschen aus Gebäudeeinrichtungen. Nein, ich habe hier. Religiöse Menschen. An was sieht man, dass er ein religiöser Mensch ist? An dem Vogelnest auf seinem Kopf oder was? Also nicht, was hier ich meine. Du hast hier unser Essen. Cool. Alles ist auf Band. Okay? Alles ist auf Band. Wie so eine, so versteckte Kamera so in den 90er oder so Anfang der 2000er. Alles haben wir auf Band. Ja. Okay, bei uns ja auch. Ganz also, genau. Und es ist nicht cool. Okay, ja, okay. Finden es auch nicht cool. Also, ja, weil du wohnst ja nicht hier. Wenn du hier ja, wohnst, dann ist es anders. Der versucht, denen irgendwie moralische Defizite aufzuzählen. Das ist nicht gut, aber der ist gerade am Klauen. Hallo. Boah, Junge, so ein Volk musst du dir erstmal aussuchen, meine Fresse, Alter. Wahnsinn. Echt, okay, ja, dich auch bitte. Ja, perfekt. Der nimmt's mit. Der nimmt's einfach mit. Der lässt es nicht mal da. Der lässt es nicht und geht so selbstbewusst raus hier so. Seiner Vogelnestfrisur. Also ich sag mal, Rührei hat er ja schon in seinem Kopf, ne, auf die Frisur drauf, aber trotzdem. Auch noch ein lustiges Video, ich muss das jetzt abspielen, weil das ist einfach unschlagbar, das Video. Auch auf TikTok. Komplett allein, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Und ich bin so stolz auf mich. Ich bin vor 2 Tagen konvertiert und habe das Gebet alleine gelernt und bete 5-mal am Tag. Und er weiß. Du ziehst auch immer die richtigen an, ne? Natürlich komplett. Ich habe es geschafft, als ob er es geschafft hat, den Mount Everest zu besteigen. Als ob er irgendwie, was weiß ich was, irgendeine Erfindung gemacht hat, die Menschheit nach. Bringt, nur weil er ein paar Verse auf Arabisch gelernt hat. Guck mal nochmal, wie emotional er wird. Wunderbar, ich habe es geschafft. Komplett allein, ich habe es geschafft. Komplett allein? Ich habe es geschafft. Wunderbar, ich bin so stolz auf mich. Wunderbar, ich bin so stolz auf mich. Ich habe es geschafft. Genau, was ist? Ist er im Puff gerade oder was ist das hier für ein Hintergrund mit dem Oh Mann, Alter. Eros Center. Er hat es geschafft, im Eros Center Gebet zu lernen. Also echt, was du auf TikTok siehst, Junge, das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht normal. Ich habe auch schon einen guten Namen. Ich hab auch einen guten Namen für ihn. Abu Azi. Abu das würde, glaube ich, gut passen. Abu Puffi. Abu Ero. Ja, genau. Abu Puffi Al-Frayari. Servus. Ja, wir gleich zum Hauptthema machen wir mal ein paar kurze Fragen. Christian Krass Steifen, vielen Dank. Hi Irfan, ich finde zurzeit deine TikTok-Streams sehr gut. Du bringst einen sehr guten Mix zwischen Zerfetzung und Matches. Leider kann ich mir diesen Tesla kaum noch geben, richtiger Heuchler. Trotzdem gönne ich dir jede Unterstützung. Danke. Ja, danke dir, Christian. Marokkaner 93, vielen Dank. Hallo zusammen. Aishas Ehemann darf pädophil sein, aber bei Sinan gehen die Hobby-Muslime auf die Barrikaden. Manche sagen sogar, es ist mit der Teufelssekte unvereinbar. Kein Widerspruch von niemandem. Viele Heuchler in dieser Rap-Bubble. Beides Schweine. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Marokkaner. Du sprichst ja diese Heuchelei an, weil natürlich jetzt paar tun sich ja auch öffentlich von Sinan distanzieren. Ja, ganz übel, bla bla bla. Aber kein Wort über den Propheten. Kein Wort über den angeblichen Propheten. Über Mohammed. Weil, ich meine, eine 6-Jährige heiraten oder
mit 9 Jahren ist ja auch noch ganz klar minderjährig. Ja, und da verlieren sie kein Wort darüber. Ja, das verschweigen sie komplett. Was ist mit Rebecca? Ja, genau, Rebecca aus der Bibel. Ja, genau. Ja, und viele haben es ja auch erwähnt, so zum Beispiel jetzt dieser Marvin California und so hat auch gesagt, oder auch, ich glaube, ja, auch Manuelsen. Manuelsen hat doch auch in einem Video, also jetzt, ich glaube nicht mit, warte, war das im Zusammenhang mit Sinan? Weiß ich nicht. Ganz am Anfang, ich glaube, mit Elia habe ich darauf reagiert, hat Manuelsen auch so gesagt, so, ja, und er sagt, der Prophet hat, oh, Astaghfirullah, er hat das gesagt, er hat sich getraut, das auszusprechen. Weißt du, was sie in Wirklichkeit meinen? Irfan hat sich das getraut auszusprechen, was wir uns denken, was wir aber nicht laut sagen dürfen. Weil jeder denkt sich das. Keiner kann mir sagen, er denkt sich das nicht. Enes, der Enes Islam, hat in dieser 4-stündigen Diskussion, die er mir immer noch nicht geschickt hat, hat er sogar selbst gesagt, es war für ihn schwer am Anfang zu akzeptieren, dass sein Prophet mit einer 9-Jährigen geschlafen hat und so. Das war schwer für ihn am Anfang. Das war wie ein Schock, hat er gesagt, wortwörtlich, wie ein Schock. Bis er es sich dann so schön geredet hat, dass es dann am Ende doch akzeptiert hat. Ja, aber darüber reden sie nicht, ja, die Heuchler. Und wann kommt das Video überhaupt, falls es überhaupt jemals mal kommen sollte? Ja, er meint halt hier, ja, ich habe voll viel zu tun und ich mache das alles nur in meiner Freizeit und schwer beschäftigt und der Bruder hat es mir noch nicht geschickt und er schickt mir es jetzt mit Post. Und wir hatten ja über Instagram nur Kontakt, da haben wir ihn über TikTok angeschrieben und ja, es war so, der letzte Stand war vor einer Woche oder sowas, dass das mir schicken wird und beziehungsweise dass mir das auf Google Drive oder sowas hochladen wird und seitdem habe ich jetzt nichts mehr gehört, aber es wird kommen, glaub mir, ey. Leute, ich lasse mich nicht verarschen oder sowas, verlasst euch drauf, das Video wird 1 Million%ig kommen. Hier, am 2. Juli habe ich ihn geschrieben, okay, melde dich, sobald du endlich schickst. Ja, ja, aber ja, es wird irgendwann kommen, früher oder später. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video, mit der Stellungnahme. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich würde gerne mit dem Video hier heute über ein paar Sachen mit euch sprechen und ich will euch gerne die Wahrheit erzählen. Ohne Ausreden, mir ist es sehr wichtig, dass ihr das von mir hört, aus meinem Mund und nicht von irgendwelchen YouTubern, die irgendwelche... Die Wahrheit, jetzt endlich. Stellungnahme 1, alles gelogen. Jetzt sage ich euch die Wahrheit. Stellungnahme 2, jetzt erfährt ihr alles. Alles gelogen, stimmt nicht. Stellungnahme 3, Statement 3, jetzt kommt die Wahrheit. Nein, das stimmt so nicht. Jetzt kommt das endgültige Statement anscheinend. Mit der kompletten Wahrheit. Ja, also wie viel Wahrheiten hat der? Ich glaube, so viele wie Manuelsen. Ja, voll. Sachen noch dazu erfinden oder das Ganze einfach nur ausschlachten und klickgeil sind und denen das am Ende eh nicht interessiert. Ja? Ich habe letztes Jahr nicht komplett ausgepackt. Ja. Ich sage euch auch warum. Ich hatte einfach Schiss. Ach nee. Ja, das ist die Wahrheit. Ich hatte einfach Angst, weil... Hat der blaue Augen? Ja. Er weiß ja, er ist Iraner, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Schiite ist. Dass er kein Sunnite ist, sondern Schiite. Aber nur mal so am Rande. Die Vorwürfe, die im Raum standen, könnt euch ja vorstellen, was das bedeuten kann. Und ich wollte dieses Thema so schnell wie möglich zumachen. Er wollte das Thema zumachen. Bruder, mach Thema zu. Kannst du dich erinnern, Manuelsen mit Jihad, mach Thema auf. Jihad, genau. Modelli. Viele haben Thema aufgemacht, Sinan wollte die ganze Zeit schnell Thema zumachen, aber leider Thema wurde wieder aufgemacht. Vom Tisch haben. Ja, als ich damals die ersten Leaks gehört habe, wusste ich natürlich erstmal nicht, wie mir geschieht. Wie demotiviert er ist. Er ist echt am Boden zerstört.
Aber verständlicherweise. Er hat nicht geschafft, Thema erfolgreich zuzumachen, auf Dauer zuzumachen. So ein Thema wurde leider immer wieder aufgemacht. Was denn, Alter? Da tauchen plötzlich so Aufnahmen auf, die ein paar Jahre alt sind und ich war komplett überfordert. Und natürlich aus dem Charme heraus, ich habe mich natürlich ultra geschämt und es war auch mir sehr peinlich. Wie ich der lügt. Mir nicht anders zu helfen. Das ist meiner Meinung nach eine dreiste Lüge. Ich kann mich noch daran erinnern, wo das frisch alles geleakt worden ist. Das erste Video, was er hochgeladen hat, war nicht dieses Statement-Video. Das erste Video war so eine kleine Instagram-Shorts, also Reels, genau, so ein Reel, wo er gesagt hat so, hey, ich war gerade pennen, jetzt werde ich schwach hier mitten am Tage und jetzt wollen mir die Leute irgendwas erzählen. Ist es scheinbar, Zitat, scheinbar ist jetzt mein Schwanz bekannter als jeder Rapper in Deutschland. Also null einsichtig, gar nichts. Und nachdem er einen übertriebenen Shitstorm auch von seinen eigenen bekommen hat, dann kam erst dieses selbstreflektierende Statement, ne? Also nicht das, sondern das davor. Und das ist also, wie gesagt, eine dreiste Lüge, weil das erste Video war wieder, wie man ihn kennt, überheblich, genau. Ja, ich glaube auch nicht, oder ich bin mir sicher, dass er sich auch überhaupt nicht so dafür schämt oder sonst irgendwas. Also, schau, es gibt dieses eine Video, ich habe das mal gesehen, aber ich habe es nicht abgespeichert, wo auf irgendeiner Veranstaltung und da ist so einen so engen Leggings und er geht hin und riecht an ihrem Arsch so. Er tut seinen Kopf direkt an ihren Arsch und riecht so und macht es vor allen Leuten und lacht blöd. Falls einer das Video hat, schickt es mir auf Telegram oder postet es auf Telegram im Kommentarbereich. Ein paar Leute haben es mir damals geschickt, ich habe es nicht runtergeladen. Ja, er macht das in der Öffentlichkeit. Er ist nicht so, oh, ich schäme mich und so. Das spielt er jetzt nur vor. Ja, bin mir hundertprozentig sicher, dass er sich nicht dafür schämt. Naja, kein Fall. Ich habe gewusst und habe gelogen. Ja, ich habe Ruth angelogen. Das glaube ich auch nicht. Da nimmt er ihn in Schutz. Ich bin mir tausendprozentig sicher, dass sein erbärmlicher Bruder, dieser Roos, der mich auch in einem Video erwähnt hat, dass er das wusste. Und was heißt angelogen? Ey, als ob, schau mal, gebürtige Brüder, ja, also sie sind ja leibliche Brüder, dass sie nicht, dass er nicht mit ihm so offen gesagt hat, ey Bruder, ey, das stimmt und so, das war so und so weiter. Ja, nie im Leben hat er ihn gelogen. Ich bin mir tausendprozentig sicher, dass dieser Roos genau Bescheid wusste, was war und ihn trotzdem verteidigt hat, weil es sein Bruder ist. Und es gibt ja auch die Vorwürfe, dass er Flair, Mazdak und all die anderen finanziell, also mit Geld, bezahlt hat, dass die ihn verteidigen. Ich habe mir Flair sein Twitter angeschaut. Ja, ich hatte ja mit ihm so ein bisschen Stress über Twitter, wissen ja alle. Das Wenige, was er teilt, ist Roos. Roos, sein Livestream teilt er immer auf Twitch. Da sieht man, dass die unter einer Decke stecken. Und also das glaube ich ihm auf gar keinen Fall, sondern wir hatten die Abmachung, Roos soll ihn versuchen, aus der Scheiße rauszuhauen, soll so viele wie möglich auf seine Seite ziehen, die ihn verteidigen oder wenigstens neutral bleiben. Ihn verteidigen oder wenigstens neutral bleiben und nicht seinen Bruder angreifen, hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Sein Bruder hat sich trotzdem für ihn eingesetzt. Jetzt ist der Druck aber so stark, er muss es zugeben. Jetzt stellt er sich wiederum vor seinem Bruder und sagt, ja, der Arme wusste nichts, er hat mich verteidigt, er hat gedacht, ich sag ihm die Wahrheit, aber ich habe ihn auch angelogen. Stimmt so, ja. Das riecht förmlich nach Tillmann Knechtel, aber das ist evidenzbasiert diesmal, ja. Ich habe euch angelogen, ich habe auch Freunde angelogen, die mir sehr wichtig sind. Irgendwann war ich so tief da drin, dass ich da auch gar nicht mehr rauskommen konnte. Und das tut mir unfassbar leid. Ich hätte von Anfang an mit offenen Karten spielen müssen. So, ich habe jetzt das Video, was ich gerade erwähnt habe, das mit hier. StreamYard hängt gerade ein bisschen. Ja, also man sieht es nicht von Anfang an, aber man sieht, was war. Hier ist sein Kopf und er war direkt so an ihrem Arsch. Und
und sie ich glaube, der wollte eigentlich eher den Schritt von den einen mit dem Hoodie, falls das Kollege ist. Ich glaube, der wollte eher an den Schritt von Kollege statt an ihren Arsch. Ja, genau, da wollte er. Er hat was anderes gesucht. Er hat was anderes gesucht und zufällig war eine Frau vor ihm. Ein gutes Alibi, kam ihm gerade recht. Das schon. Schau, wie ekelhaft sie sich verhalten. Guck dir das an. So richtig Assi-Kennex, Alter. Was suchen diese Frauen, Alter? Was tummeln sich solche Frauen zwischen solchen richtigen Kennex, Alter? Guck mal. Dann werden sie so öffentlich gedemütigt. Der eine riecht an ihrem Arsch, der andere greift ihr in den Schritt, der andere macht das. Boah, Alter, echt ekelhaft, diese Leute, Mann. Boah, ich muss sagen, weil ich habe ja auch lange Kampfsport gemacht, habe doch einen Boxkampf auch mal gehabt und war auch schon mal häufig in der Ringecke, sind häufig auch Türkinnen, Kurdinnen sind auch häufig Ringgirls, ne? Dass man das auch noch im Blick hat. Und sie gehen dahin und sie kriegen bestimmt voll auf Verbote von Papa oder von Baba, wie die ihn nennen, aber die machen das trotzdem und ich blick da auch nicht mal durch. Also irgendwie, versuchen Spagat zu machen zwischen konservativem Islam und westlicher Welt quasi und ja. Wusste mir aber zu dem Zeitpunkt einfach nicht zu helfen. Also ich wusste es einfach nicht besser. Ja, und ich war dann irgendwie in so einem Strudel. Da kam ich einfach nicht mehr raus. Da ich ja auch keinen mehr enttäuschen wollte und ich wollte ja auch nicht, dass, wisst ihr, also es war wirklich, ich kam da einfach nicht mehr raus. Ja. Um das nochmal zusammenzufassen, nochmal genau, dass ihr auch genau Bescheid wisst, was genau abging. Ich hatte mit Sarah eine lange Affäre, sag ich mal. Keine ernste Beziehung, da ging es halt nur um Sex. Nur um das eine. Und wenn wir uns nicht getroffen haben für das eine, haben wir halt FaceTime gemacht. Und in diese FaceTime-Gespräche haben wir unzählige Male Rollenspiele gemacht. Haben uns beschimpft, haben irgendwelche Sachen gelabert, haben irgendeine Scheiße gelabert. Haben uns beschimpft. Was ist das für ein Rollenspiel? Sich gegenseitig beschimpfen. So schätze ich ihn aber ehrlich gesagt auch genauso ein. Das ist, den turnt es einfach an, wenn man ihn erniedrigt, wenn man ihn so beleidigt und so. Ja, klar, ja, der will, dass du ihn aus der Reserve lockst. Allein, dass er sich ja in diesem Video auch selbst penetriert, zeigt ja, dass er so drauf steht, so in dem Sinne erniedrigt zu werden. Ja. Das ist, ich will nicht wissen, wie viele von diesen richtigen so möchte gern Männer, diese ganzen Kennex, wie viele von denen heimlich homosexuell sind und ihre Homosexualität unterdrücken. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass auf TikTok dieses Beleidigen, indem man zu einem anderen Mann sagt, ich F. dich, ja, oder ich, dein Vater und so weiter. Das allein kommt schon so. Das allein finde ich, ist schon auch so eine Art Ausdruck. Ausdruck ja. Dessen. Und er ist sicher nicht der Einzige, der seine Homosexualität oder bisexuellen Neigungen verheimlicht, unterdrücken muss. Und den Obermacho nach außen spielt und so weiter. Das Video, wo der sich dieses Objekt dann quasi in den Anus schiebt, dann die Geräusche von ihm. Der Objekt. Boah, Alter, hör auf, Alter, das ist schon zu ekelhaft, bitte hör auf. Das ist so eklig, ihn dann so, ich weiß nicht. Na egal, ist das doch. Bei den Gesprächen ging es halt immer darum, dass ich sie trigger, das war ein Machtspielchen einfach, aber es war immer... Machtspielchen? Das war ein Machtspielchen? Dass sie mir was reinschiebt, war ein Machtspielchen? Von rein klar, wie man was meint, weil wir kennen uns ja nicht seit gestern, wir hatten ja jahrelang Kontakt. Das ist das islamische 50 Shades of Grey. Und bei dem Leak, das ich zuletzt gehört habe, wo ich natürlich sehr schockiert bin, weil die Worte, die ich da gesagt habe, die waren wirklich übertrieben, die waren auch sehr ekelhaft, da kann man auch nichts schönreden. Warum hast du dann 1,5 Jahre die Sache schön geredet? Über 1,5 Jahre
hat das versucht, schön zu reden. Jetzt kommt erst die Einsicht nach dem übertriebenen Shitstorm, wo sogar sein Kindheitsfreund, dieser Ganji heißt er, glaube ich, wo der sich da sogar noch von ihm distanziert hat, ja. Ach, der eine da, Ghazi, oder? Ghazi, Ghazi, sorry, ja, Ghazi, sogar, ja. Hey, er hat ihn sogar verarscht, obwohl er jahrelang mit ihm gestreamt hat, hat er so verarscht und hat so ein Video gemacht, so ein Reel oder so, sagt er, die einen suchen das und Sinan ist auf der Suche nach seinem Silber und lacht sich kaputt. Ja. Oh, was für eine öffentliche Demütigung, Mann. Und er hat jahrelang mit ihm gestreamt. Auf jeden Fall eine Grenze überschritten, da habe ich echt übertrieben. Und nichtsdestotrotz waren die Worte nie ernst gemeint. Ja, also da war kein einziges Wort von mir ernst gemeint. Nein, natürlich nicht. Er lügt weiterhin. Es ist nur Schadensbegrenzung. Er ist weiterhin natürlich gelogen so. Ich bin zu 100% kein Pedo und ich distanziere mich ganz klar von diesen Vorwürfen. Distanziert sich, aha. Egal, was ich da gesagt habe. Ja, zu der Zeit, als ich das gesagt habe, war mir das nicht so bewusst. Ja, ich, keine Ahnung. Im Nachhinein natürlich, wenn ich das höre, denke ich mir, Alter, was hast du da für einen Scheiß gelabert? Ja. Glaubst du, er hat genug Geld, um sich so irgendwie so nach Dubai oder irgendwo sich so abzusetzen? Ich meine, du kennst dich ja besser aus so mit dem Rap-Business. Glaubst du, er hat genug verdient? Absolut, absolut. Ja, ja, der ist allein schon auch durch die ganzen Boxkämpfe. Ja, klar, mit den Boxkämpfen hat er auch schon was verdient. Und plus noch seine Kack da, seine Musik in Anführungsstrichen. Der kriegt ja auch noch GEMA. Der kriegt ja bis zum heutigen Tag GEMA-Gebühren, kriegt er ja. Ne? Und die wird auch sein Leben bis zu seinem Lebensende bekommen. GEMA-Gebühren. Ja, also er hört seine Musik noch und so. Ich meine, das ja, ist, genau, der ist jetzt auf jeden Fall davon. Der ist jetzt nur noch am Abkacken. So. Er kann nicht mehr streamen. Ich meine, wer schaut sich jetzt seine Streams an? Wer wird weiterhin seine Musik hören? Der wird ja komplett da einbrechen. Ja, trotzdem glaube ich, dass er noch auf der Also ich sag mal so, ich hatte mal, das ist auch schon lange her, ich hatte mal so eine Platte produziert mit so einem ehemaligen Rap-Kollegen und der hatte, sein bestes Lied war 800.000 Klicks. Das war sein stärkstes Video. Und der hat mit zwei Alben hat er schon gar nicht mal so schlecht verdient, muss man ganz klar so sagen. Und seine besten Lieder sind deutlich höher als 800.000 angesetzt. Dementsprechend hat er schon. Also wenn er so, ich weiß ja nicht, wie der wirtschaftet. Wenn er das irgendwie schlau gemacht hat, dann glaube ich schon, dass er ausgesorgt hat. Glaube ich schon. Ja, du, andererseits weißt du ja, dass die auch einen gewissen Lebensstandard haben nicht gerade bescheiden leben und dann, ich meine, was ist viel Geld, so jetzt noch irgendwie Dubai oder da reichen ja nicht irgendwie 100.000, 200.000 oder sowas, ja, das ist ja, wenn du jetzt alle Kosten rechnest. Also nicht Dubai, aber vielleicht kann er ja neben Andrew Tate in Rumänien. Dann weißt du, wo er sich zu, in irgendeinem arabischen Land oder so, weil dort ist er sicher auch nicht so bekannt, weißt du, in irgendeinem arabischen Land, wo die Lebenserhaltungskosten viel geringer sind. Da vielleicht. So Libanon vielleicht oder sowas. Libanon, ja genau, eben. Ich meine, was kostet, da kaufst du irgendwie ein Haus oder eine Wohnung oder sowas. Und ja. Wobei, ich bin mir sicher, er plant auch sein Comeback. Er denkt sich, ja, ein paar Jahre und dann ist Gras über die Sache gewachsen und dann kommt er irgendwie was weiß ich was, ja, mit neuem Image oder sowas wieder. Ja, ja oder vielleicht macht doch bald OnlyFans. OnlyFans. Auch, das ist ein lukratives Geschäftsmodell. Ich meine, er ist jetzt schon bekannt für gewisse sexuellen Praktiken. Es gibt bestimmt viele orientale Homosexuelle, die ihm Geld dafür zahlen würden. Kommt, glaube ich, schon. Also, das kann man noch nicht schönreden. Also, das war echt, echt ekelhaft. Und kann mich dafür nur entschuldigen. Ja, dass ihr sowas hören musstet. Es war nie meine Absicht, dass ihr sowas hört. Also es war für mich, bei bestem Willen, ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist, dass ich so einen Scheiß gelabert habe, wirklich. Es tut mir unfassbar leid. Ja, aber guck mal, ganz im Ernst, wie der so tut, als wenn das eine einmalige Sache gewesen ist. Ich kaufe dem das nicht ab, dass er das nur einmal gesagt hat. Der hat das bestimmt über Jahre gemacht. Und wer weiß, wie viel Sextoys der noch hat, Alter. Kann er mir nicht erzählen. Schau mal, ob er Sextoys hat, das ist mir scheißegal. Auch, dass er sich was, weiß ich, meine, das juckt mich null, so, weiß ich, meine, so, das ist eine gewisse Privatsphäre.
hat ja, muss man ja haben, so muss man ja respektieren. Natürlich widerspricht es komplett seinem harten Image, daher ist es natürlich auch schon irgendwie interessant. Aber worum es geht und der Hauptvorwurf ist das mit der Zweijährigen. Das ist gefährlich. Das muss man beleuchten. Weißt du, ich meine, das ist was ganz anderes, ja, wenn es um Kinder geht, um das Wohl von Kindern. Und jetzt kann man natürlich, ja, er sagt es bloß so, ja, aber da fängt es an. Es fängt im Kopf an, dann redest du so, dann sagst du sowas und als nächstes kommen dann eben auch Handlungen. Ja. Jetzt überleg mal, dass er das gesagt hat, zeigt, dass er mit diesen Gedanken spielt und dass er drauf steht. Jetzt überleg mal, sie wäre echt mit der Zweijährigen in derselben Wohnung oder sowas. Da ist es doch naheliegend, dass er dann auch sagen würde, komm jetzt mit ihr rüber oder sowas. Oder sogar was dann machen würde an ihr. Verstehst du? Ja. Das ist ja der einzige Grund, warum nichts passiert ist, ist ja, weil sich die Sarah in dem Augenblick dann noch zwischengestellt hat, um dem einen Riegel vorzuschieben. Aber hätte sie das nicht gemacht, hätte sie genauso grob fahrlässig gehandelt wie er, dann wäre dieses Kind jetzt traumatisiert, hätte irgendwas gesehen, was sie in ihrem Alter ja noch gar nicht sehen sollte, ganz entfernt davon. Also dann... Boah, deswegen, der kann sich rausreden, wie der will. Er ist für mich genau das, was er sagt, dass er nicht ist. Das kann er machen, was er will. Okay. Zum Beispiel, wenn du nicht drauf stehst, dann sagst du das nicht. Zum Beispiel, jetzt, du hast null homosexuelle Neigungen. Würdest du dann auch wenn du jetzt so voll Bock hast oder in so einer Phase, wie sagen so, wenn es dich so packt oder sowas, würdest du dann sagen, hey, ich habe voll Bock auf das und das? Nein, weil du diese Neigungen nicht hast, du nicht drauf stehst und dann würdest du sowas auch nicht sagen. Wenn du sowas sagst, dann heißt das, es ist in dir drin und du hast diese Neigungen. Darum geht es. Weil er versucht jetzt so, ach, das waren nur Worte, das war nur Gelaber. Nein, dein Gelaber ist das, gibt nur das wieder, auf was du stehst und was du dir denkst und was du dir vorstellst. Und die nächste Stufe ist dann, dass du dich auch an solchen Kindern auch dann vergehst. Und deswegen ist es ja auch völlig richtig. Und ich finde, in den USA ist das viel besser, wo zum Beispiel in den USA ist, wenn du dich allein mit einem Kind verabredest zum Sex, es muss nichts passiert sein. Allein das ist schon strafbar. Weißt du, und da gibt es ja extra auch FBI-Beamte, die so Fallen stellen und im Internet und so Pedos anlocken, die werden festgenommen. Keiner sagt dann, oh ja, da ist nichts passiert, sondern die werden festgenommen. Das ist allein schon strafbar. Ich habe sogar über einen Fall gelesen, einer aus Deutschland hat mit einem angeblich 14-jährigen Mädchen aus den USA geschrieben und ist dann in die USA gereist. Die haben ihn direkt am Flughafen festgenommen und der hat auch eine lange Haftstrafe bekommen. Ja, man muss ja nicht immer warten, bis der Schaden angerichtet ist und bis ein Kind traumatisiert ist, geschädigt ist für ihr Leben, weißt du, ich meine. Genauso, wenn du einen Mord planst, wirst du ja nicht erst bestraft, wenn du den Mord ausgeführt hast, sondern allein schon die Planung und konkrete Vorbereitungen darauf sind schon straffällig. Ja? Und wenn du gerade, was weiß ich, wie er in diesem Video dich selbst befriedigst und so redest und so weiter, dann sind das ist es schon eine Art Vorbereitung einfach. Das ist ja auch der Grund, warum sein Bruder Roos auch null Sympathien abbekommen hat in den Kommentaren unter den Videos diesbezüglich jetzt, weil er immer sagt so, ja, wenn er etwas Verbotenes gemacht hätte, warum wurde er nicht verurteilt? Weißt du, ey, der kommt drauf nicht klar, dass es auch bestimmte Sachen gibt, die moralisch verwerflich sind, die menschlich gesehen unterste Schublade sind, ja, und das will er irgendwie nicht einsehen, ja. Ja, eben. Ganz kurz, ich muss mir was zum Trinken holen, ich hab's vergessen. Bei den Problemen oder bei, egal bei was, hat immer nur Sarah mich geil gemacht. Also mich hat auch nie ein Kind geil gemacht oder sonst irgendwas, auch totaler Blödsinn. Bei dem Gespräch, um das auch nochmal klarzustellen, war auch nie irgendwie ein Kind anwesend. Also um das auch nochmal klarzustellen, weil ja auch viele Leute viele Gerüchte auch nochmal verbreitet haben, auch nochmal viele Lügen verbreitet haben und das alles nochmal so ein bisschen, wie sagt man, die Geschichten aufgefrischt haben mit anderen Lügengeschichten. Also es war nie ein Kind anwesend, ja. Es war auch nie die Mutter anwesend oder sonst irgendwen, wen ich dann da auch beleidigt habe. Was sagst du? Ich sag lü, 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 lü.
Ja, es war keine, wie gesagt, es war keiner noch nicht. Es war noch nicht. Es ist noch nicht dazu gekommen, einfach nur. Ich verstehe natürlich, dass viele von euch abgefuckt sind. Ich verstehe das, weil bei so einem Thema ist das ist der Aufschrei groß, dass ich, was ich zu 100% auch nachvollziehen kann. Ich verstehe auch natürlich, wenn sich Leute von mir dann jetzt distanziert haben oder wollen oder wollten, ob das dann Freunde sind oder Leute aus der Community. Ich verstehe das, weil das sind natürlich Anschuldigungen, die sehr hart sind. Ja? Aber diese Anschuldigungen, wie ich euch schon gesagt habe, weiß ich komplett von mir, weil ich bin kein Pedo, Alter. Und das werde ich auch niemals sein und ich werde sowas auch niemals unterstützen. So. Kritik, wenn ihr Kritik habt, könnt ihr die immer äußern, keine Frage. Jeder kann sagen, was er denkt. So, und ich wollte euch mit dem Video jetzt einfach nochmal komplett einfach die Wahrheit sagen. Einfach das ganze Thema auch irgendwie beenden. Jetzt kommt die komplette Wahrheit, aber jetzt endgültig komplette Wahrheit. Und natürlich das Thema beenden, damit das so, ja, nicht mehr erwähnt wird. Weil es kommt immer mehr Lügen und der eine sagt das, der andere sagt dies, das geht auch nicht mehr so weiter. Nein, nein, das geht nicht mehr so weit. Das wird so viel gelogen. Schau, auch da wieder spielt er jetzt natürlich das Opfer so. Weißt wieder, ist erst das Unschuldslamm, erst das Opfer. Es wird so viel gelogen. Er hat da zwar was gemacht, aber es wird so viel gelogen und stimmt alles nicht. Typisch, ja, hat man ja von Mr. Vogelnestfrisur haben wir die Erfahrung schon gemacht. Genau. Einfach drehen. Noch mal ein paar Fragen zwischendurch. Christian Steifen, vielen Dank. Du sagtest letztens, du bist auf eigene Kosten zu Wegerald gefahren. Wieso? Dafür unterstützen wir dich doch, dass du so Aufgaben auch nicht alleine tragen musst. Wir brauchen dich doch, dafür hauen wir hier was raus. Du machst deine Arbeit super. Ja, vielen Dank auch für alle Unterstützer und natürlich gibt es einige, die unterstützen und auch regelmäßig und mit denen auch solche Kosten bestritten werden. Was ich damit meinte, ist auf eigene Kosten einfach, ja, auf eigene Kosten eben. Natürlich ist es auch die Unterstützung über Superchats oder bei TikTok und so weiter fließt da natürlich mit rein. Aber ich wollte damit sagen, dass Reisekosten eben entstanden sind. Das war damit gemeint. Desert Eagle, vielen Dank. Shalom, Irfan und Wegerald. Kennt ihr schon diese Line von Mohammed featuring Bösemann? Ich teile mit der Axt den Mond in zwei Hälfte und diese zwei Hälften dann wieder in zwei Hälften. Ja. Die ist schon leicht mystisch angehaucht, ja, aber absolut episch. Codein99. Marvin Kali überlegt, Glaube zum Islam zu konvertieren. Kannst du da bitte Exorzismus durchführen, damit ich mir das weitergeben kann? Lange nicht gespendet, bitte kein Haschisch und Depressionen davon holen. Liebe an euch beiden und Chat. Wer ist der Marvin Kali? Kenne ich nicht. Kennst du dich Marvin California? Ach so, Marvin Kali. Ach so, ja, ich hab gedacht, das ist vielleicht ein anderer. Ach so, ja, er wundert mich nicht, dass der überlegt. Wundert mich nicht, dass der überlegt. Ich meine, er hat ja auch an dem, allein seine Reaktion da, wo er mich natürlich gemeint hat, wo er sagt so, ja, und manche benutzen das jetzt, um zu hetzen und sagen, ja, der Prophet hat auch, puh auf euch und so, schon so diese eklige Kanackenart hier so mit rumspucken und was weiß ich was, zeigt ja schon, ich meine, wenn er schon Mohammed verteidigt, wenn er Mohammeds Ehe mit der neunjährigen Aisha verteidigt, sagt schon einiges aus über seine Islamsympathie. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Stefan, aber ich finde das nicht mal so schlimm, wenn Leute zum Islam konvertieren, weil dann trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Dann wissen wir ja, was du bist und was du nicht bist, und dann bist du halt, wissen wir ganz genau, wo wir dich einordnen können, und dann wissen wir ja, wer pro und wer kontra ist. Weißt du, was ich meine? Ich habe überhaupt nicht. Ich störe mich überhaupt nicht dran. Völlig richtig. Es ist ja so eine. Kennst du das bei TikTok zum Beispiel? Ein Dummkopf sagt was und dann denken die anderen Dummköpfe, das Argument ist gut, das muss ich auch nutzen. Und eine Zeit lang haben sie jeden Tag in TikTok immer, hey, ich wollte dir was sagen, ich will mich bei dir bedanken. Durch dich bin ich zum Islam gekommen. Durch dich
bin ich konvertiert. Durch dich habe ich angefangen, Islam zu praktizieren. Und sie denken so und wollen uns quasi so damit eins auswischen, indem sie sagen, oh, schau mal, du bewirkst genau das Gegenteil, was dein Ziel ist. Nein, mein Ziel, wie du schon sagst, ist, dass die Reihen klar werden. Wer Moslem sein will und sich auf diese Seite schlägt, der soll es jetzt machen. Kein Problem. Es sagt nur alle, es sagt alles über dich aus. Du bist, erleidest dadurch Schaden. Du schadest dir selbst. Du trittst ein in eine Sekte. Du zerstörst dir dein Leben. Und nicht nur dein Leben, sondern auch deine Psyche und holst dir Schäden, die, von denen du dich vielleicht nicht mehr wiederholen wirst, erholen wirst. Ja, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn ihr zum Islam konvertiert. Schau, das wäre so, wie zum Beispiel jetzt, wir reden über Pädophilie, ja, wir reden über Pädophilie, über die schlimme Auswirkung der Pädophilie. Und welche hören mit und werden dann pädophil? Ja, weil sie hören das und es fängt ihnen an zu gefallen. Die einen wenden sich angeekelt ab und sagen, boah, schlimm. Und die anderen denken, hey, das irgendwie stehe ich drauf, ja. Irgendwie gefällt mir das. Das zeigt nur. Da hast du zwei eindeutige Lager. Genau. Erstens hast du dann eindeutige Lager und andererseits zeigt das nur, dass das schon in dir drin war. Wir haben es nur rausgeholt. Man hat es nur rausgeholt damit. Und genau das, das Aussprechen der Wahrheit, die Aufklärung, das Aussprechen von Fakten und Tatsachen und die Warnung vor dieser gefährlichen Ideologie, bewirkt genau das, ja, dass Leute sich positionieren müssen und sich positionieren und sich entscheiden, entweder bin ich dafür oder dagegen. Und wenn du dich entscheidest, für die Islamisierung zu sein und den Moslems bei der Eroberung Europas helfen willst, als Deutscher oder egal was, Glückwunsch, mach's, beziehungsweise mein Beileid. Ja, wir werden sehen, wie es am Ende dann alles ausgeht, auch für dich. Ja, deswegen habe ich kein Problem damit, wenn einer dann zu mir sagt, das zeigt nur, dass, ja, dass er eh schon vorher verloren war. Die Gespräche zwischen mir und Sarah waren nur Gespräche und kein Wort war jemals irgendwie ernst gemeint. Also zu 100% kein Wort war ernst gemeint. Diese Gespräche dienten nur dazu, sie zu triggern, sie aus der Reserve zu locken und schau mal, er lügt. Und ich erkläre euch, warum. Er stellt das jetzt hier als einfach als Dirty Talk dar. Das war nur so Dirty Talk, so, ja, uns gegenseitig zu triggern, Dirty Talk, oh, bla bla bla. Ja, sowas gibt's zwischen Paaren und ist auch kein Problem, kann jeder machen, wie er will, ist nicht unsere Sache. Aber als er sagt, hol die Zweijährige, reagiert sie abweisend. Es ist überhaupt, weißt du, ich meine, es macht gar keinen Sinn, dass das irgendeine Form von Dirty Talk ist, weil sie überhaupt nicht darauf reagiert. Verstehst du? Wenn du zum Beispiel jetzt so dreckig redest, du sagst ja was, auf was sie steht und was sie anmacht. Du sagst ja nicht, hol die zwei und die so, hä, lass sie in Ruhe, was willst du mit ihr und so weiter. Ja, was willst du mit ihr und du redest weiter. Das ergibt überhaupt keinen Sinn jetzt, als was er das so quasi, wie sagt man, als was er das jetzt so dazu, er will es relativieren und darauf beschränken. So, es war nur Gelaber, um sich gegenseitig geil zu machen. Hä? Hol deine zweijährige Nichte? Gehört das auch zu Dirty Talk? Gehört das zu hier sich gegenseitig aufgeilen mit hol mal deine zweijährige Nichte? Welchen Sinn ergibt es? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Er ist glatt am Lügen hier. Eine Reaktion von ihr abzuverlangen, ja. Nur darum ging's. Ja, und ich hätte von Anfang an mit offenen Karten spielen müssen. Und es tut mir unfassbar leid, dass ich das so in die Länge gezogen hat. Ich glaube ihm kein Wort, dass ihm das leid tut, weil er weiterhin lügt. Auf jeden Fall über mein Verhalten nachdenken, weil ich kann nicht rückgängig machen, was ich vor 5 Jahren gesagt habe. Kann ich nicht. Aber ich kann dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Ja, ich werde mich zurückziehen. Ich werde über mein Verhalten nachdenken. Ich werde reflektieren. Egal, wie lange das her ist. Ich werde auf jeden Fall meine Gedanken machen, weil das ist wichtig, dass man über sich selber nachdenken muss.
Und Worte können natürlich auch viel Schaden anrichten. Das, was ich mir bei dem voll gut vorstellen kann. Ich sehe es förmlich visuell vor mir, dass er auf einmal so in 2 Jahren oder so ein Comeback macht in Jalawa, so richtig frommer Muslim. Dann spricht er so in ganz vorsichtiger Stimme und versucht dann so irgendwie so eine Art Pierre Vogel zu werden. Das könnte ich mir wirklich gut bei dem vorstellen. Einer auf, ja, der Islam, der hat meine Probleme therapiert oder sowas in der Art. Ja, voll, voll. Ich schwör's, ich hatte denselben Gedanken vorhin. Ich hatte denselben Gedanken vorhin. Wenn er ein Comeback macht, die einzige Schiene, die ich sehe, wo er dann sich quasi so ein bisschen unantastbar macht, ist die Islamschiene. Wenn er Ja, komplett zurück weil auf dann dieser. werden die auch, dann werden die ihm auch alles verzeihen. Da werden die singen, Mashallah, Allah hat dir alles vergeben, Allah hat dich geheilt und so. Na Wetten, klar. wetten. Er lässt sich den Bart stehen, lässt ihn noch ein bisschen länger wachsen, ja, zieht sich islamisch an, lernt ein bisschen Islam und dann kommt er nach ein paar Jahren als Prediger kommt er und sagt, ja, mit dem alten Sinan B habe ich nichts mehr zu tun, jetzt bin ich Abu Sinan, islamischer Prediger, mit Sinan B habe ich gar nichts mehr zu tun, ich war ein Kafir damals, jetzt bin ich ein Muslim, Alhamdulillah, Allah hat mich recht geleitet und geheilt von all meinen Krankheiten, bla bla bla, und dass er so zurückkommt, das ist eine, und dann ist er unantastbar, weil wenn er den Islam so quasi als Schutzschild nimmt, dann kann ihn keiner was, weil man darf nicht dir Sünden vorwerfen von früher, aus deiner, so man nennt die Zeit Jahiliya, Zeit der Unwissenheit. Also deine Zeit vor dem Islam ist die Zeit der Unwissenheit. Und man darf das einem nicht vorwerfen und da kann er sich dahinter verstecken und dann werden ihn, Sheikh Ibrahim wird ihn beschützen, jeder wird ihn beschützen, keiner kann ihm dann irgendwie was sagen oder sowas. Ja, also die ganzen Sheikhs und so weiter werden ihn komplett beschützen. Tipp damit und spuck das raus. Ja, auch so einer zum Beispiel, diese ganzen Sheikhs werden ihn alle dann beschützen. Das ist eine Möglichkeit eines Comebacks, auf jeden Fall. Ja, das passt Ja. sehr, sehr gut. Ja. Das ist auch das Einzige, was ich mir über vorstellen könnte, weil wie gesagt, dann würden ihm alle vergeben. Und dann weißt du, du weißt ja selber, die sind ja super in rausreden, dann wird er das bestimmt so drehen, ja, ich habe mich halt zu sehr vom Westen verleiten lassen, halt die ganzen Käfers und so, ja, der westliche Lebensstil, er hat meine Gedanken vernebelt. So, Allah sei Dank bin ich jetzt wieder auf den richtigen orientalischen Wege und alles Mögliche. Die sind ja super in sich und Tatsachen verdrehen. Ja. So Desodog-mäßig, diese Musikindustrie ist vom Scheitan. Man muss seine Seele an den Teufel verkaufen. Das ist alles Dreck. Ihr wisst nicht, was da alles, das ist alles Dreck. Es geht nur um Geld, Sinner, Unzucht. Weißt, genau so wird er dann kommen, so. Das Leben in Deutschland hat uns Moslems kaputt gemacht, bla bla bla, wir sind so weit entfernt von der Religion. So ein Gelaber, mit so einem Gelaber könnte er auf jeden Fall zurückkommen. Ja. Stell dir vor, er sieht das jetzt und wir helfen ihm so für sein Comeback. Marketing-Tipps gegeben, kostenlose. Ist Unternehmensberatung hier. Islamische Unternehmensberatung, wie er sein Unternehmen retten kann. Und dann kann er als Prediger wieder Geld einsammeln von den Moslems oder auf TikTok gehen. Oder die Option B wäre, dass er in ein paar Jahren so ein Comeback als Drag Queen macht. Dann Oder, passt schau mal, auch. Sinan, falls du zuhörst. Also, Option A, zurückkommen als muslimischer Hassprediger. Über TikTok und YouTube kannst du es monetarisieren und du wirst davon leben können durch deine Moslems. Option A. Option B, oute dich komplett, OnlyFans und du verkaufst deine Bilder und alles Mögliche und du kannst deine Sexualität ausleben und noch damit Geld verdienen über OnlyFans. Option C ist, du tauchst unter, hast hoffentlich so viel Geld gemacht und ja, lebst in irgendeinem arabischen Land unbemerkt. Das sind die drei Ja. Optionen. Es gibt tatsächlich noch eine vierte. Du wanderst Welche? aus nach Brasilien und dann wirst du im Urwald, wirst du so ein Schamane. Was? Wieso Klammer? Ja, halt so im Urwald, so unterm Radar halt bleiben. Keiner kennt ihn dort, neues Leben anfangen. Dann kann er so ein Schamane werden, kann irgendwelche Waldgeister beschwören. Ja. Oh.
Oder Option B, fünfte Option, er schließt sich Hisbollah an und wird Kämpfer und stirbt den Märtyrertod und bekommt 72 Jünglinge im Paradies. Das ist auch ein. Hast du ein paar Möglichkeiten bekommen jetzt? Also ja, war kostenlos. Jetzt mach was draus. Jetzt hast du ein paar kostenlose Möglichkeiten. Kostenlose Beratung, kostenlose Lebensberatung, Sinan. Entscheid dich. Ja, liebe Friends, ich hoffe, ich konnte mit. Liebe Friends, warum hört sich das so komisch an, wenn er das jetzt sagt? Liebe Friends. Euch jetzt hier reinen Tisch machen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Egal, wen ich gekränkt habe, egal, wen ich enttäuscht habe, ich bitte um Verzeihung. Wir verzeihen dir nur, wenn du kostenloses Abo machst bei OnlyFans für uns alle. Ja, passt auf euch auf, bitte, liebe Friends. Und ja, macht's gut. Mhm. Nenn mir ein Beispiel, wo man redet, aber nichts sagt. Dann würde ich genau ja. Das Video posten. Genau das. Ich denke mir nur, so war es das schon. Du hast ja jetzt noch ein Video. Ja, Mann. Das Video ist schon ein bisschen älter. Das Video ist ein Trollvideo. Das ist so ein, aber richtig lustig. Ich glaube, Evan hat das noch gar nicht gesehen. Es ist Premiere für ihn. Ich habe es schon mal gesehen. Es ist schon ein paar Jährchen alt, da war er noch ein bisschen anders, hat er noch nicht so viel Bart gehabt, auch so ein bisschen schmaler gewesen alles, aber trotzdem lustig ohne Ende, weil daran sieht man mal, mit was für einen Typen wir es hier zu tun haben. Nicht zu vergessen, dieses Video entstand während seiner Blütezeit. Hast du das? Nein, das, was ich hier reingepostet habe. Also. Ach so, das andere. Von vorne rein. Ja, genau, exakt, genau das. Wie lange geht das? 15 Minuten, glaube ich, oder so. 15, ja, dann schauen wir uns erstmal das Kürzere an. Okay. So, liebe Friends, schauen wir uns das an. Das kommt ja auch darin vor. Ach, das brauchen wir gar nicht. Ach so. Nein, das brauchst du nicht. Sag gleich. So, liebe Friends. Eine Geschichte, wie man sie höchstens aus Hollywood-Filmen kennt, ein Mann, unschuldig im Gefängnis, einzig und allein wegen der Willkür von ekelhaft neidischen Almans, die nicht gönnen wollen. Sinan G. war ein ganz gewöhnlicher, braver Bürger unseres Landes. Seine Leidenschaft... Was ist das für ein Foto? Das ist ja echt. Das ist nicht. Ja, das sind echte Bilder von ihm. Der hat ständig auf Facebook so welche Videos hochgeladen. Genau. Der schiitische Gotteskrieger. War die Musik und er hatte... Er schießt mit Silbermunition. Mit Silberpfeilen. ...nie etwas Böses im Sinn gehabt. Doch eines Tages sah die Allmann-Polizei, dass er schwarze Haare hatte. Keinmal Grund genug für die... Das war so toll. Diese fetten deutschen Hater am Gerichtshof, einen unschuldigen Ehrenmann wie ihn ins Gefängnis zu stecken. Die Richterin hat mich dann sofort verurteilt, ohne Beweise, ohne nichts. Die wollten mich einfach nur drin haben. Für so eine Sache hätten andere Leute nicht mal Bewährung bekommen. In Deutschland, die denken so, wer ist der Kanake? Schwarze Haare. Ich bin gleich 10 Monate, wir müssen gar nicht hören. Jeder Richter, jeder Anwalt hat dich hier auf dem Gewehr. Verurteilt, unschuldig, für ganze 2 Jahre. Und das alles. Die armen Migranten werden von Richterinnen ohne Beweise einfach so verurteilt, nur weil sie Kanaken sind. Ich weiß noch damals, vor so ein paar Jahren waren solche Hip-Hop-Interviews noch wirklich sehr beliebt. Und da haben die ständig die Migrantenkarte gespielt. Ein auf Januar, weil ich schwarzhaarig bin, haben die mich eingebuchtet und so. Aber dafür, dass du geklaut hast, das wird gar nicht erwähnt. Ne? Weil der sagt, also das wirst du ja gleich selber sehen. Ja, das sind halt alles solche, das sind unsere George Floyds hier. ...einer verdammten Haarfarbe. Einen Tag bevor Sinan G. seine Haftstrafe antreten muss, beschließt er mit diesem Skandal an die Medien zu gehen. Er startet einen Interviewmarathon, um seinen Fall für die Nachwelt festzuhalten. Dafür hat er sich ein Team aus Super Investigativen und vor allem... Oh,
Boah, den mag ich gar nicht, den in der Mitte, diesen Hip-Hop-Journalisten. Allgemein, diese Hip-Hop-Journalisten sind eine einzige Katastrophe. Auch dieser eine, wie heißt der mit dem langen roten Bart, der Deutsche da, Glatzkopf. Toxisch, der. Toxisch heißt der. Boah, Alter, der war so ein Schleimer, wie der immer bei den Moslems geschleimt. So ein richtig linker, deutscher Hip-Hop, selbsthassender deutscher Hip-Hop-Journalist, so wie dieser, so ein richtiger, so wie dieser Steiger, so ein richtiger Marxist war das. Ja. Der hat mal ein Interview mit Afrop gemacht, mit Afrop, so einen schwarzen Rapper. Boah, Afrop war auch immer so eine Heulsuse, der hat auch immer geheult wegen Rassismus angeblich. Aber nein, der hat in diesem Interview hat er sogar gesagt, so, wir sind dann geflüchtet. Und dann sagt der toxisch, sagt er, ja, ihr seid ja bis nach Deutschland geflüchtet. Sagt er, nein, 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 die Flucht war in Italien schon vorbei. Dann sind wir weiter migriert. Und dann war toxisch, hat dann so reagiert. Guck so. weil er den so korrigiert hat. Mann, das ist Wasser auf den Mühlen der AfD. Warum sagst du das so, Afrop? Absolut neutralen Reportern zusammengestellt. Die nachfolgenden Szenen sind ein kurzer Zug. Zusammenschnitt seiner Interviewreihe. Das ist die Geschichte von Sinan G. G. Sinan G. Yo, Sinan G. ist im Haus, der berühmt-berüchtigte Rapper aus... Schau, wie er sich also. Gut fühlt. Na, da ist ja der, wenn man vom Teufel spricht. Schaut euch ihn an. Ja. Er will ausschauen wie Friedrich Engels, glaube ich. Essen, am 26.02. kommt Free Sinan G raus. Du hast mir Geschichte, ich habe es mir angehört, da waren 23 mittelmäßig bis schlecht gerappte Songs raus. Mit so abgefuckten Drecks-Tracks habe ich erstmal mein Album gemacht. Hören Sie nun die Lyrik von Sinan G. Ich mach gute Musik, finde ich, Alter. Ich steigere mich auch ständig selbst. Ich bringe halt auch eine Message rüber. Und wenn du mein Album hörst, dann hörst du immer, ich habe irgendwas zu melden. Das kann ja auch keiner so schreiben, wie ich denke, so. Homie, du weißt, heute spielt Rot-Weiß. Ich hole mir in der Bude eine Pommes Rot-Weiß. Oh, das ist auf einem Niveau wie die Reime im Koran. Ja, also das ist schon höchste arabische Dichtung hier. Mohammed hätte es nicht besser machen können. Rot-Weiß-Pommes. Ja, super, toll, genial. Genialer Einfall hier. Nur weil ich halt technisch nicht der Beste bin, heißt das nicht, dass ich lyrisch schwach bin. Bruder, aber lyrisch bin ich stark, Digga. Ich habe niemals Angst. Nein, ich öle wieder meinen Schwanz ein. Denn ich habe nur Angst vor Gott. Ich bin der Kanake aus dem Pott. Was für ein Ekelhafter. Erwähnt, dass er was einölt und dann als nächstes vor Gott. Das ist typisch so Moslems. Ja. Das ist typisch. Nichts, so, nichts ist ihm heilig. Ich öle wieder meinen Punkt ein, aber ich habe nur Angst vor Gott. Ich bin der Kanake aus dem Pott. Junge, was für ein Scheiß, was für ein Müll. Kannst du mir sagen, was du willst? Auch sogar vom ersten Album bis jetzt sind meine Texte stark. Mitternacht, splitternackt, du blockst mich auf Facebook, weil ich dir auf deine Titten kack. Scheiße, Mann. Sinan G. hat die heftigsten Reime. Guck mal, wie das Lied heißt. Kannst du dir meine Sachen anhören? Wie heißt das Lied? Ja. Gangbang Party 2013. Aber er hat nur Angst vor Gott. Er hat nur Angst vor Gott, Freunde. Ja. Deine Tittenkack. Du kannst dir meine Sachen anhören und sagst dir, Digga, die Texte sind stark. Lyrisch spiele ich ganz oben mit. Du willst Stress? Dann komm ran. Wie die Sendung auf Sat 1. Das reimt sich nicht mal. Was ist das, Mann? Wenn das nicht mal reimt sich nicht mal. Lyrisch Monster. Bin ich total stark. Louis Homme Monster lyrisch. Technisch ist er nicht so gut. Aber lyrisch. Oh. Guck mal, diese Heidi Klum. Sinan Wolfgang von G. Klum.
Ich steck hier den Finger in den Arsch. Schrei nicht rum. Guck mal, diese Heidi Klum, ich steck hier den Finger in den Arsch, schrei nicht rum. Maschallah. Und ich werde von Album... Schau mal, wie das Lied heißt. Gute Arsch, diese... diese gut. Diese Arsch gut. Gute Arsch, diese. Gute Arsch, diese. Oh, Junge, was machen die aus der deutschen Sprache, Mann? Finger in den Arsch, schrei nicht rum. Und ich werde von Album zu Album immer besser, Bruder. Bin ich raus... Gibt's was auf die Ohren? Hörgerät. Album auf Bewährung. Ey, von ihm kann sogar Bösemann noch was lernen. Sie hörten die Lyrik von Sinan G. Punkt. Ich bin Antisemit. Habe ich kein Problem mit. Nein, oder so Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Ich bin so ein Hitler-Jugend-Faschist. Ob das jetzt Juden sind, ob das aus Friesen sind, ob Zigeuner, ob Türke, ob Kurde, ob Iraner, ob Chinese. Oder vor die musst du aufpassen. Die ganz gefährliche Mischung, Bruder. Die sind Knallkörper, Digga. Pow! Ja, die Leute aus Palästina, die sind da eingekerkert. Das Volk wird angegriffen. Land wird angegriffen. Vater war im Knast. Einer hat gestern meinen Onkel umgelegt. Ich scheiß da drauf, Mann. Es interessiert mich nicht, Digga. Interessiert mich nicht, Bruder. Mal so ernsthaft, seltsame, ekelhafte Aktion letztens. Du hast Flüchtlingshilfe-Sachen gemacht, ne? Bruder, ganz ehrlich, das tut mir auch sehr weh, Alter, weil das war auch dumm, Alter. Ich musste es tun, Digga, ich war behindert, Digga. Ich brauche mal keinen die Schuld geben. Ich habe Scheiße gebaut, ich stehe dafür auch gerade. Fand ich halt eben asozial. Stolz bin ich natürlich darauf nicht. Und ich möchte jetzt auf diese Enttäuschung, möchte ich nicht noch drauftreten. Reicht. Was für Erfahrungen hast du da gemacht, von mit Flüchtlingen zu tun haben und in Flüchtlingsheimen sein? Es gab wirklich welche, die hätte ich am liebsten auf Fresse gehauen und so Ellbogencheck gegeben. Du Hund, bleib unten, du Hund. Du Hund. Der hat schon gesprochen wie ein weiser Mann. Digga, du bist nicht informiert. Das ist das Problem bei hiphop.de. Ihr seid nicht informiert. Ich erzähle dir eine Geschichte, damit du nicht doof dastehst. Frauenarzt, Manuelsen. Die gehen keine Frauen ficken, die gehen Züge ficken. Und massiv fickt Bäume von PA. Fickt seinen VW-Wagen. Der tut Schwanz in Auspuff rein, Digga. Echo. Wird Kindesvergewaltigung vorgeworfen. Hat der Kind gevögelt? Das ist wissenschaftlich ja schon bewiesen. Farid hat mich gefickt, Bushido hat mich gefickt, Shindy hat mich gefickt. Ich habe das auch nicht für mein Album-Promo genutzt oder sonst irgendwas, ich habe es einfach so gemacht. Ein Kollege hat mich gefickt, die ganze Clique hat mich gefickt, was ich auch nicht schlecht finde, finde ich geil. Dann irgendwann, ich weiß nicht, ob ich das auch so jetzt richtig von der Zeitspanne her sage, aber da kam irgendwie Snagger Pillard noch von Gelsenkirchen dazu, hat mich gefickt. Viele kannte ich auch gar nicht, ich habe es einfach gemacht. Schlackern, schlackern, schlackern. Vaisel, Joker, Zilla hat mich gefickt. Das ist der große Dschihad. Mestito hat mich gefickt. Dann fickt man ja auch gerne mal durcheinander. Brandon Beal, der Welthits gemacht. Hat mich gefickt, als ob wir im Zoo sind. Ado Kojo hat mich gefickt. Mein Hund hat mich gefickt. Während du im Kinderautomaten saßt. Ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ist was dran, haben wir was gelernt. Jetzt unterhalten wir uns ein bisschen über dich. Alter, halt deine Fresse. Gebe ich dir gleich den nächsten Halbsatz, mit dem du loslegen kannst. Frauen sind. Scheiße. Knast ist. Das Beste, was gibt für mich. Ich liebe Kinder. Sie sind spielen schon ein ziemliches Thema bei dir, ne? Hey, auch behindert, wenn nicht, Alter. Ich bin ehrlich. Ich bin Kinderficker, Digga. Ich ficke dein Baby. Ich mach das, weil ich mich damit therapiere, Alter. Deine Kinder, die landen mach bei mir, Alter. Die kriegst du nie. Guck mal, wie der das damals verächtlich noch gemacht hat. Das war ja nur YouTube-Kacke, so zusammengewürfelt, ne? Aber das ist irgendwie auch eine Art Prophezeiung vielleicht, möglicherweise. Ich weiß ja nicht. Ja. Wieder. Die wollen halt gerne gefickt werden, ja. Aber die haben nicht mit meinem Schwanz gerechnet, Dicker, denn ich fick deine Kinder. Hey, die Haut mach ich ja, okay, Ehre, das ist schon zu übertrieben pervers, das werde ich ja, jetzt überspring das mal. Wie geht's dann weiter? Mal, genau. Wie geht's dann weiter? Ja, ich kenne das Video, ich kenne das Video nicht in- und auswendig, aber... Okay, wir spulen ein bisschen vor. Punkt. Warum soll ich damit aufhören? Das ist schon zu ekelhaft. Ich bin peinlich berührt gerade. Alter, halt deine... Und es hat leider nicht geklappt, weil ich halt selber dumm war. Danke, tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, jetzt ist es in Ordnung, jetzt kannst du dir laufen. Nein. Ah ja, danke. Ah ja, okay. Ah ja, guck mal. Guck mal, hier noch nicht angekommen. Hey, komm mal ein bisschen näher. Weißt du, was hier fehlt? In deiner Stadt eine richtig geile Polska-Flavor-Party. Mit super heißen Polska-Ladies, mit richtig geilen Getränken. Warte, warte. Ich mach mal ein bisschen noch weiter. Das ist auch, Lonesdale. Ah, Lonesdale Roos, hier. Tschüss.
Natürlich, Lance Del Rus. Lance Del Rus, in den 80er Jahren einer der meistgefürchtetsten Skinheads Deutschlands. Um besser Gleichgesinnte erkennen zu können, etablierte Rus den Trend in der Skinhead-Szene, Klamotten von Lance Del zu tragen. Eine Welt brach für Rus zusammen, als Lance Del über Nacht die Produktion von Kindergrößen einstellte. Am Boden zerstört war er dem Ende nahe. Die Rettung kam, als er den Salafisten-Anführer Toxic traf, der ihm ein Praktikum bei hiphop.de anbot. Dort sah Rus die große Chance, aus dem Schatten seines Bruders hervorzutreten und doch noch ein großer Star zu werden. Durch den Napoleon-Komplex angetrieben drängte er sich in Interviews immer selbst in den Mittelpunkt und benutzte nur noch Thumbnails mit lachenden Fressen drauf, um zu suggerieren: guckt mal, wie lustig ich bin jetzt, guckt doch bitte mal. Von Klickgeilheit keine Spur, nein, sein Herz schlägt einfach nur für Hip-Hop, deswegen interviewt er auch nur so Vollblutmusiker wie Arafat Abu-Shaka oder berichtet über Leute, die anderen in Masken wichsen oder in Cola-Flaschen pissen. Rus erkrankte an dem sogenannten Eco-Syndrom, ihn übermannte die Gier nach Anerkennung und aus dem ehemals unscheinbaren Praktikanten wurde ein fangeiler Gollum, der um jeden Preis ins Fernsehen will. Das ist die traurige Geschichte von Lance Del Rus, vom Skinhead zum verzweifelten Selbstdarsteller. Rus war ein fetter, mieser Nazi. Weil ich war ein mieser Nazi. Dann musste ich ja nach Türkei gehen, das zweite Video drehen. Das ganze Video drumherum sind 50k, Digga. Zwei Yachten, Helikopter, Haus, 60, 70 Mitarbeiter, Essen, Trinken für 60 Mann, Requisiten, Models, Alexa, Kamera. Und dann kamst du auf so eine gigantische Summe, 45, 50k, Bruder. Dass einfach noch du dann mit dem Album wenigstens so weit erfolgreich bist, dass du wenigstens ein bisschen Geld für dich hast. Wer ist der Maskentyp? Monster heißt er, ist ein Deutscher, aber... Mhm. Was sie dir in den Knast reinschicken können für Einkauf, für sonst was alles. Das, wenigstens das, so. So einfach Familie unterstützen. Einfach so, was. Weißt du, einfach. Ja, Mann. Du musst an Familie denken, weil was hinterlässt du, wenn du stirbst? Geld? Was ist das? Papier, Alter. Papier. Aber was willst du hinterlassen? Kannst du Liebe hinterlassen, deine Kinder? Ist dein Sohn ein Penner? Ja, aber mein Vater hat mich geliebt. Nee, geht nicht. Aber was hinterlässt du? Kinder, dein Blut. Ja. Kinder, diese Kinder chillen mit deiner Familie noch, du bist Erinnerung. Das kannst du heute nur mit Geld schaffen, nicht mit Liebe oder da sollen die Leute aufhören. Ja, aber es gibt Wichtigeres als Geld. Nein, gibt es nicht. Geld? Was ist das? Papier, Alter. Gibt es nicht. Mit Liebe kann ich mir nichts zu essen kaufen, Alter. Man braucht Geld, 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 Geld. Papier. Er hat auf jeden Fall Potenzial als islamischer Prediger. Das merkt man schon. So an seinen Weisheiten. Ja, das Free Synergy Album ist jetzt raus. Wer mich hört, hört nur mal ein riesengroßes Krebsgeschwür, Alter. Das wissen wir alle. Also entweder fühlst du es oder du fühlst es nicht. Ja, vor einigen Tagen hast du auch ein Interview gegeben, einer großen Ruhrpotter Zeitung. Ich glaube, das war die Watz. Die Watz gibt Synergy warnt vor Salafisten. Überschrift. Ja, warum haben sie sich den Satz rausgepickt? Ja, weil den Satz jeder Bastard liest. Und ich habe da in dem ganzen Interview nur einen Satz gesagt, Alter. Und da wurde das direkt als Headline genommen. Und hier und da haben ja auch natürlich ein paar Hurensöhne wieder direkt geschrieben. Was redest du denn Islam schlecht? Hast du deinen Glauben gewechselt? Ich habe keine. Erstmal Artikel lesen. Nur die Überschrift lesen und dann direkt urteilen. So. Das ist halt echt behindert. Ein paar Sekunden später. Du hast ein Cover eines bekannten deutschen Magazins, nach dem Magazins gepostet, vom Focus, wo drauf stand, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und dann ein Doch mit Ausrufezeichen. Warum hast du das gemacht? Ja, deren Headline fand ich zum Kotzen, Digga. Weil letztendlich, es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, aber Sinan, lest doch erstmal den Artikel. Ich brauch nichts zu lesen, Digga. Ich will daraus nichts lesen. Ich hab keine, erstmal Artikel lesen. Warum? Das reicht doch. Der ist echt dümmer als dumm, Alter. Er checkt das gar nicht. Wahnsinn, wie widersprüchlich. Dort auf dem Cover Islam steht und da eine Kalaschnikow da drauf ist. Nur die Überschrift lesen und dann direkt urteilen. So. Das ist halt ich bin da. Das ist halt ich bin da. Ich brauche nichts zu lesen, Dicker. Ich will daraus nichts lesen. Natürlich, ich bin auch einer, der. Ich urteile dich einfach, ja? Kleine Artikel, die kann man ja wirklich mal schnell lesen, Alter. Sinan, diese Worte wie Hurensohn, Bastard. Findest du, die werden zu locker in letzter Zeit so in den Raum geschmissen? Es ist natürlich scheiße, wenn du einen persönlich seine Mutter beleidigst. Ich fick eure Mütter. Wenn ich sag, ich fick deine Mutter, dann fick ich deine Mutter. Sollte man nicht machen. Du Hurensohn, 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 Hurensohn. Ich ficke seine Mutter. Jugendliche an alle draußen, macht das nicht. Du kleiner, kleiner, verfickter Hurensohn. Hurensohn, du Hurensohn. Ekelhafter Hurensohn. Sinnlos irgendeinen zu beleidigen, hat ja keinen Sinn. Hurensohn, ja. Einige von euch haben ganz, ganz... Das ist so die typische Heuchelei. Das sind genauso wie die auf TikTok, die kommen, hey, die gerade die beleidigt haben, diese Moslems, das ist kein Vorbild. Das ist nicht der Islam, wir müssen respektvoll reden.
Zwei Minuten später, er ist mit seinem Latein am Ende. Du, Bruder. Und er verhält sich genauso asozial wie seine anderen. Das ist die typische Heuchelei, die muslimische. Das Interessante ist ja, teilweise sind das dieselben Interviews und er widerspricht sich im selben Interview. Wahnsinn, okay, ja. In verschiedenen Interviews, die Jahre auseinanderliegen, was weiß ich was, aber im selben Interview. Also der ist einfach... Hurensohn, kleiner Hurensohn, Hurensohn. Wenn du einen nicht leiden kannst, sollte man den auch nicht beleidigen. Ach, du bist ein Hurensohn, diese eine Hurentochter. Du Hurensohn, Alter. Muss man mit der Anwalt ist ein Hurensohn, eure Familie ist auch hier. Bastard, Hurensohn, aber ich sag das nicht gezielt zu einem... Auf Stuhl machen und so ein Scheiß. Unschuldig. Jetzt. Ich denke immer dran... Sag das nochmal, ich spule nochmal kurz ein bisschen... Aber ich sag das nicht gezielt zu einem... Ich spule nochmal ein bisschen zurück, weil hier geht es nochmal um seine Einbuchtung. Ein auf, ich bin unschuldig im Knast gelandet. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Auch natürlich sehr widersprüchlich. Weil der Beamte ein mieser Hurensohn war. Halt. Markus Lanz, dieser mieser Hurensohn. Ja, so eine Schwuchtel, ich fick seine Mutter, wollen jetzt keinen beleidigen. Du guckst so Reportagen und denkst dir so, sowas kann dir niemals passieren, so unschuldig ins Gefängnis gehen. Bremen war ich auch. Bremen habe ich boah, miese Einbrüche gemacht. 3 Tage habe ich 7 oder 8 Einbrüche da gemacht. Unschuldig. Wir sind einmal bei einer Wohnung reingegangen und da war eine alte Oma. Ich musste die alte Oma so festhalten und packen und auf Stuhl machen und so ein Scheiß. Unschuldig. Ich denke immer dran, irgendeinen umzubringen, Alter, sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe immer Wahnsinn. Allein das Beispiel mit der Oma zeigt, was für ein ekelhafter Charakter das ist und zu was er fähig ist. Alter, welcher normale Mensch ist fähig, eine Oma wie als Geisel zu nehmen, festzubinden und so. Schau dir mal bei Aktenzeichen XY, weißt du, wie viele Rentner so dann sterben, zum Beispiel ersticken oder sowas, Einbrecher kommen, stopfen ihnen was in den Mund, fesseln sie und sie können sich nicht befreien und ersticken dann oder ersticken an ihrem Erbrochenen und so weiter. Das ist, weiß ich, das ist einer der ekelhaftesten Sachen, die man überhaupt machen kann. Das sagt schon alles. Und dann auch viel. Ah, miese Einbrüche, aber unschuldig im Knast. Guck mal, und mit solchen Leuten haben wir es zu tun. Und das sind Leute, die unsere Kinder vergiften, Alter. Ja, voll. Wahnsinn. Einfach eine gewisse Person, die ich umbringen will. Unschuldig. Und heute kann ich mit Gewissheit sagen, ich bin der König der Einbrecher. Also halb unschuldig, halb schuldig. Meine Damen und Herren, das war sie, die tragische Geschichte von Sinan. Ja. Das ist gut, halb schuldig, halb unschuldig. Wenn er die Opferrolle einnimmt, unschuldig, nur weil ich ein Kanake bin, ich wurde ohne Beweise von der Richterin verurteilt. Und dann, wenn man wieder unter den Kanaken ist, ich war ein mieser Einbrecher, ich war der beste Einbrecher. Boah, Wallah, weißt du, wie ich sie festgebunden habe? Wallah, sie hat geschrien, ich habe sie so festgebunden und so weiter. So sind sie. Sie ändern immer, je nach Gesprächspartner, ändern sie dann ihre Geschichte, ob sie unschuldig oder schuldig sind. G. Ein dunkles Kapitel in unserer Justizgeschichte. Jetzt seid ihr da draußen gefragt. Verbreitet diese Reportage so lange, bis der deutsche Staat reagieren muss und diesen Skandal nicht weiter totschweigen kann. Diese Willkür muss ein Ende finden. Ich habe... Scheiße. Ihr denkt recht, der wäre der Obergangster. Ich habe einen Traum. Den Traum, dass eines Tages unschuldige Ehrenmänner wie Sinan G. nicht mehr unschuldig wegen ihrer Haarfarbe hinter Gitter müssen. Der deutsche Rapper-Kollege hat sich der Bewegung bereits angeschlossen und aus Solidarität seine blonden Haare, den Bart und sogar die Augenbrauen schwarz gefärbt. Tut es ihm gleich, färbt auch ihr euch die Haare. Ich habe gar nicht gewusst, dass der früher so aussah mit blonden Haaren. Ja, das war der, das ist Kollege. Ja, auch so ein Opfer. Haare schwarz. Uns alle können sie nicht einsperren. Es wird Zeit, dass das ganze Land geschlossen auf die Straße geht und im Chor schreit. Free. Free Sinan G. Ich soll ich Handy rausholen oder nicht? Willst du gucken? Guck mal hier. Die andere Wahl wäre, dich vielleicht wegzumachen oder sowas. Und ey, Leute, ich bin in gewisser Weise erfolgreich. Ja, hier gibt es auch nichts mehr zu sehen, also zu holen. Ja, also wie man sieht, Heuchelei, unlogisch und rausreden und manipulieren und alles Mögliche. Also haben wir jetzt, das war jetzt, glaube ich, ein super Paradebeispiel. Mal so, mal so, mal so.
Wendehals, sagt man, glaube ich, in der heutigen TikTok-Sprache. Ja. Ja, mal ist er das Opfer von rassistischen Richtern und wird ohne Beweise verurteilt. Dann ist er wieder stolz, dass er der König der Einbrecher war und deutsche Omis festgebunden hat. Ja, es ist die typische Heuchelei, ja, die wir alle nicht schauen. Nichts gegen Toni hier in den Kommentaren. Toni ist ein Freund von mir. Okay, bitte. Welcher Toni? Wer ist das Toni? Ja, der am Ende halt da war, der Käppi. Es ist ein Rapper. Der hat auch mal gerappt, ja. Ach so, ja, weil hier ist auch eine Frage. Wo machen wir mal die Fragen zwischendurch? Doodle1044, danke. Hallo, ich habe einen Koran aus 1690 erworben, weil ich befürchte, dass neuere Übersetzungen weichgewaschen sind. Hast du Erfahrungen bezüglich der Übersetzungsqualität alter Exemplare? Bist du wieder einmal in Graz? Ich würde dir gerne etwas schenken. Weiß ich nicht. Schau, es gibt auf jeden Fall gute und schlechte Übersetzungen. Es gibt Übersetzungen, die näher am Originaltext sind, und es gibt Übersetzungen, wo eindeutig verharmlost wird. Ja, da steht zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt übertrieben so, schlagt sie, und dann steht da, schmeichelt sie oder streichelt sie oder sowas. Ja, also es gibt schon natürlich schlechte Übersetzungen. Wie heißt nochmal der eine? Moment, ich sag euch, die eine Übersetzung war, fand ich am besten. Rudi Paret, Koran-Übersetzung von Rudi Paret, die ist gut, da vor allem die Dschihad-Verse werden da halt schon nah am Originaltext übersetzt, und da wird halt nicht so verharmlost oder relativiert oder sowas. Ja. Wie es genau mit den älteren Übersetzungen ist, wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe mir jetzt noch nie so einen Koran, so der vor 200 Jahren übersetzt wurde oder so. Ich weiß gar nicht, wann der erste, ich glaube, es gab 1690, gab es da schon eine Übersetzung. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, die Dings, also christliche, geistliche, die dann angefangen haben, den Koran zu übersetzen. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ehrenamtlich verarmter Imam, heute nochmal Zerfetzung auf TikTok. Vielen Dank, ehrenamtlicher Imam, nee, heute nicht mehr. Oder ich weiß nicht, gehst du noch auf TikTok? Wenn du willst, lass machen. Sollen wir unsere Idee vielleicht nochmal hier so ein bisschen erklären? Ja, erklär mal. Oder warte, lieber als Überraschung, oder nicht gleich alles vorwegnehmen. Ich glaube, man kann das schon so sagen. Ist ja jetzt kein Riesen-Event oder so. Ja, aber ich will das erstmal so vorbereiten, alles auch. Okay, alles klar. Aber wenn du willst, können wir trotzdem zur Fetzung machen, wie du willst. Ja, können wir machen. Überlegen mal, schauen wir dann. Weil ich muss eigentlich heute früh schlafen gehen. Jürgen Lusenski, vielen Dank. Kennt ihr den Rapper Toni mit 2 O? Der hatte sich vor Jahren mit den üblichen Verdächtigen angelegt und sich dann komplett zurückgezogen. Hat sich auf einmal im polnischen Fernsehen über die islamisierte Deutschrap-Szene ausgelassen. Müsste auf TikTok sein. Ja, du kennst ihn ja persönlich anscheinend, oder? Der ist nett. Ich hatte mal eine Zeit lang Schulterprobleme und hat er mir dabei geholfen. Ich kann euch nur so viel sagen, er ist in unserem Lager, definitiv. Ja, auf jeden Fall sogar. Ich habe auch schon mal was von ihm gehört. Der hat sich mal öffentlich im polnischen TV geäußert dazu, dass er die Islamisierung Westeuropas immer mehr sieht und so weiter. Und im polnischen TV darfst du das ja noch sagen. Ja, der ist ein netter Kerl, der ist korrekt. Mhm. So viel zu den Fragen. Eine Stunde 20. Ah, genau, ein wichtiges Video, auch noch passend zu der Thematik hier, Pädophilie im Islam, Verharmlosung von Pädophilie und so weiter, Pädophilie in der Scharia, ein passendes Video aus dem Iran. Also, this woman is a hero, she took the opportunity to expose Islam for what is in reality. Es geht um die Kinderehe im Kinderheirat. Ja, und sie fragt jetzt, okay, was ist das erlaubte Alter, ab wann ein Mädchen heiraten kann, fragt diese Frau. Und jetzt antwortet ein Iraner, ein Scharia-Richter, antwortet folgendes. Ich
Wenn sie die Pubertät erreicht, hatte ich im Gespräch mit Enes, er definiert, oder beziehungsweise die islamischen Gelehrten definieren Pubertät erreicht mit erste Periode, das Wachsen von Schamhaaren und das Wachsen von Brüsten. Das Wachsen von Brüsten als Erreichen der Pubertät. Das heißt, ist es schon mit 6, 7, 8, 9 Jahren möglich. Sie sagt, es muss aber ein festgelegtes Alter geben. Er sagt dann, ein Mädchen kann die Pubertät mit 9 beispielsweise erlangen und dann kann sie verheiratet werden. Also wir sehen im Iran einen Scharia-Richter, einen Geistlichen. Ja. Also es gibt im Islam kein bestimmtes festgelegtes Alter ab 16, ab 14, ab 18 oder sonst was, sondern bei Erreichen von Pubertätsanzeichen, und das kann halt schon mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, auf jeden Fall klar minderjährig und klar vor Erreichen der Geschlechtsreife und natürlich, man muss natürlich auch ganz offen sagen, auch das Erreichen der Geschlechtsreife ist nach unserem Verständnis und jeder normale Mensch wird zustimmen, auch noch kein, wie sagt man, ist auch noch nicht das, oder wie soll ich sagen, ist nicht ausreichend, damit die Frau dann, oder was heißt die Frau, damit das Mädchen verheiratet wird und reif wäre für eine Ehe, Geschlechtsverkehr und so weiter. Ja, das ist nicht, das entspricht nicht unserem Verständnis und auch nicht dem Verständnis der meisten Menschen auf dieser Erde. Das hat nichts mit Christentum oder sonst was zu tun, sondern, keine Ahnung, mit Menschenverstand einfach, dass ein Mädchen, nur weil sie Pubertätsanzeichen zeigt, noch längst nicht verheiratet werden sollte oder reif dafür ist. Ja. Pfui, ja, also wirklich. Ja, so viel dazu. Ich habe noch ein paar TikTok-Videos, die ich noch abspielen wollte. Wir haben jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber das Thema ist ja quasi jetzt auch abgeschlossen. Einmal folgendes Video, Konflikt zwischen einem typischen Kenneck und einem österreichischen Polizisten. Schauen wir mal. Ich sag eins, wenn gewalttätig wärst, dann wäre der. Das bin ich mal unter. Berührst du mich, dann berühre ich dich. Dann hast du mich. Ja, vertrau mir. Dann hast du mich. Nein, bin ich. Vertrau mir. Nimm alles auf. Ja, sicher. Glaub mir. Ich will deine Dienstnummer. Ich will deine Dienstnummer. Ohne Grund kriegst du. Ich bin hochgestiegen. Wo ist das Problem? Du musst mich als erstes verwarnen. Ja, kannst du verwarnen, oder? Ja, kannst du mich verwarnen, oder? Ja, du kannst schon aber normal tun. Ich tu normal, Kollege. Ja? Brauchst du jetzt dann nicht. Schweiz, sag mal, das ist falsch. Nein, das kriegt man einen Ausweis. Ey, pass auf, ja? Gibt's Probleme? Ey, aufpassen, Dienstnummer. Deinen Ausweis, bitte. Dienstnummer, schrei mir nicht an, ja, die Grenznummer. Also ich lobe ja immer die österreichische Polizei, aber hier sehen wir ein katastrophales Beispiel. Ein aggressiver junger Migrant, der schreit und quasi so sich mit dem Kopf, so Kopf an Kopf sich schon so reinlehnt, ja, jederzeit Kopfstoß verpassen kann und so weiter. Viel zu zurückhaltend die Polizei. Ja, allein schon, wenn er so nahe kommt oder anfängt aggressiv zu schreien, hat man als Polizist schon Grund genug, ihn sofort zu fesseln, Boden schmeißen, ihn schön Handfesseln anlegen oder auch drastischere Maßnahmen. Aber hier sehen wir leider, dass diese österreichischen Polizisten viel zu defensiv sind, viel zu zurückhaltend und nicht mal das machen, was ihr gutes Recht wäre.
Plus, wenn die was machen würden, dann wäre es Polizeigewalt gegenüber Migranten, Massendemonstrationen und so. Da würden uns alle bei TikTok, die ganzen Heuchler würden uns dann bei TikTok sagen, aber wie findet ihr das denn, dass der Arme in Wien zusammengeschlagen worden ist von diesen drei rechtsradikalen Polizisten, ne? Weißt du, was ich meine? Die drehen das, haben wir ja gerade gesehen, wie die perfekt sind in Sachen rausreden und drehen, strikt rausdrehen und quasi. Das können die ja super. Deswegen, ja. Sobald euch diese nicht gebildeten Migranten, wir reden nicht von den vernünftigen Migranten, wir reden von den nicht gebildeten Migranten. Sobald diese nicht gebildeten Migranten euch sagen, das war aber zu hart, genau dann ist es perfekt. Ja, dann ist es perfekt, weil dann ist es auch am meisten gerechtfertigt. Und völlig scheißegal, was die Leute sagen werden oder sonst irgendwas. Hier ist jede Grenze überschritten und die Polizisten hätten längst das Recht gehabt, hier entschlossen, energisch durchzugreifen und sich hier nicht so erniedrigen zu lassen, muss man schon sagen. Ja, wenn du so als Zivilist hier aggressiv Polizisten ohne Konsequenzen anschreien kannst und aggressiv angehst, wer hat da bitte Respekt vor der Polizei, wenn die Polizei da nicht durchgreift? Ja, also Mach das mal bei der serbischen Gendarmerie, Alter. Der wird da schneller auf dem Boden liegen, als er gucken kann. Aber du sagst hier, normalerweise sind die in Österreich nicht so. Wie sind die denn normalerweise? Was würden die denn im Normalfall machen? Ja. Was meinst du? Du hast gesagt, du lobst eigentlich die österreichische Polizei bis auf jetzt diesen Fall. Was hätte die denn normalerweise gemacht? Ja. So, wie wäre denn die normale Verhaltensweise? Allein wenn er schon so nah rangeht, würden die ihn gleich auf Distanz halten, gleich so. Und wenn er sich wehrt oder sowas, gleich an die Wand umdrehen. Wenn er sich weiter wehrt, auf Boden schmeißen, festnehmen. Also ich habe mehrere Videos gesehen, wo genau das so passiert ist und die österreichischen Polizisten gut durchgegriffen haben. Und schau mal, was die Leute skandalisieren, das kann denen scheißegal sein. Es ist vom Recht gedeckt und es hätte überhaupt keine Konsequenzen für die Polizisten. Ja, es hätte null Konsequenzen für die Polizisten, weil sie das dürfen. Sie müssen sich nicht aggressiv anschreien lassen. Sie müssen sich nicht hier eine Gefahr aussetzen und Kopf an Kopf mit ihm stehen oder sowas, dass er ihnen ein Kopfschlag, eine Kopfnuss verpassen kann und sie K.O. gehen oder körperlichen Schaden davontragen. Also das hat mich schon sehr gewundert, aber schauen wir das Video zu Ende. Dienstnummer! Ich will eine Dienstnummer! Dienstnummer! Ja, geh mal weg! Geh mal weg! Ja, geh mal weg! Du kriegst einen Ausweis, geh mal weg! Ja, geh mal weg! Geh mal weg! Du bleibst jetzt genau da! Ich tu nichts, geh mal weg! Ich tu nichts, geh mal weg! Frag mir auch mal neu. Mal, Moment. Schau dir doch mal an, wie hilflos die Polizeibeamten, wie der den angeschaut hat, so einer, was machen wir jetzt, weißt du, sehr hilflos wirken die auch. Ja, aber man sieht, das sind ganz, ganz junge, gerade der Rechte, das sind ganz, ganz junge, die sind wahrscheinlich erst hier, keine Ahnung, im ersten Jahr oder sowas oder gerade erst Polizisten geworden und auf Probe oder keine Ahnung, weil ja, jeder österreichische Durchschnittspolizist, Junge, der wäre schon längst am Boden. Ja, wir wollten ihn da unterstützen. Wir warten kurz. Schieß schon mal. Du hast schon Anruf, sowieso. Ja, wollt ihr. Schieß schon mal. Jetzt. Schieß schon mal. Nein, nicht ja. Nein. Kraute. Du musst mal gehen. Das ist dein Recht. Das ist dein Pflicht, Kollege. Wenn ich die Dienstnummer haben will, dann kriege ich deine Dienstnummer. Dienstnummer. Nein, nicht ich schwör. Nein, pass. Dann schau in die Kamera und sag's nochmal. Die sind alle drei richtig jung. 9043-1881. Oh mein Gott, der sagt nicht jetzt ernsthaft seine... Er sagt schon in die Kamera, sagt die Dienstnummer und der dreht sich um und sagt sie. Ey, wie der sich erniedrigen lässt. Katastrophe. Mal schauen, ob der Zweite es auch macht. Nächste, umdrehen, Nächste. Das ist mein Recht. Umdrehen, Nächster. Halt mir den Daumen. Hoch mal zu, wenn du zurückgehst. Geh schon mal. Er muss gar nichts geben. Er muss mir geben! Jeder Polizist ist verpflichtet, Dienstnummer zu geben. Nein, ich schon mal.
So typische Kanackenweisheiten mit Dienstnummer, jeder Polizist ist verpflichtet, Dienstnummer und so ein Scheiß. Ey, Junge, das ist echt krass. Nimm ihn auf, Sie sind alle diese Bella, diese Sigmester, du musst entschuldigen. Also Türke. Weiter, was? Hat hier auf Türkisch auf übelste die Polizisten beleidigt. Ja. Und ich meine, leider mittlerweile müssen wir auch, oder kennen wir die türkischen Beleidigungen. Ja? Also ich glaube, auch die haben gecheckt, dass es eine Beleidigung ist. Auch hier wieder Grund genug, ihn schon zu fixieren und so weiter wegen Beleidigung. Und ja, haben genug hier jetzt einen, haben spätestens hier jetzt auch einen Vorwand, ihn, nicht Vorwand, aber einen Grund, ihn zu fixieren. Komm, Ausweis, was jetzt? Und jetzt, ich bin hier ruhig. Warte, es ist Zeit zu zweit auf Pilot. Hör auf. Schon, er hat seine Hand weggeschlagen, auch hier wieder. Ja, ich weiß nicht, wie viele Gründe die brauchen, damit die ihn mal festnehmen. Was habe ich Widerstand? Du hast schon wieder. Und warum hält er seine rechte Hand hinterm Rücken, Mann? Wirklich da auch diese Wut, so ich würde am liebsten reingreifen, Alter. Ich würde ihn so zu Boden zerren. Unnormal. Hält noch seine Hand hier hinter dem Rücken, Alter. Schon sehen, schau. Sag Hallöchen, Kamera. Schau mal, jeder Erprobte jetzt oder normale, jeder trainierte Boxer oder Kampfsportler, der Dicke hält seine Hände am Gürtel, der eine hält seine Hand hin, der könnte die zwei ausnocken innerhalb von 2 Sekunden und weg. Ja? Also allein die Haltung ist schon mal eine Katastrophe hier von dem Polizisten. Rechtsanwalt wird die Ficker. Dich vor allem, Einsatzleitung Tirol B, mit fähigen Sichtkamera. Ja, mit einem Stern, Alter, das will ich schon. Weil ich kenne mich nicht aus. Du hast überhaupt keinen Stern auch nicht. Auszu, Alter, mehr nicht. Wir sehen uns alle vor Gericht. Und ich hoffe, ihr werdet alle gekündigt haben. Schau mal, wer bei euch da ist. Ja, das passt. Dann armselig, dann gegen einen Zahnstocher, hat wieder einen Schau auf den Boden. Das kommt so zart in die Zeitung. Schaut zu, Leute! Das ist ich, Bugamon. Ja, was? Nein. Ja, was? Ich kann schreiben, wo ich will. Wann ich will. Ja, wir haben schon den Ausweis. Ich will mal Ausweis. Schau, und das genau ist das Problem, was wir auch immer sagen. Es geht nicht nur um Training, Nahkampfausbildung, bla bla bla. Du musst im Kopf bereit sein, das auch umzusetzen. Du brauchst die mentale Stärke, ja, du darfst keine Angst haben oder eingeschüchtert sein wie die Polizisten, sondern du musst es auch umsetzen. Es bringt dir nichts, die Technik oder es ist so zu können oder zu wissen, wie es funktioniert, sondern du musst es auch einsetzen. Du musst es auch umsetzen, das, was du hast. Und das ist die größte Barriere im Kopf. Ja, es geht gar nicht mehr so sehr um die Fähigkeiten, sondern das doch dann wirklich anzuwenden. Das stimme ich zu. Ja. Ich würde gerne mal noch so auf die Schnelle so ein besseres Beispiel finden. Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf die Schnelle finde, wie man eigentlich mit solchen Migranten umgehen sollte. Ne? Ja. Dann noch ein Video, welches du hast ja vor kurzem ein Video geteilt, wo ein Serbe gegen einen, was war das, Usbeke oder was war der, gewinnt im Ring? Ja, so ein zentralasiatischen, ich weiß nicht mehr, was für ein Staat das war. Aber auf jeden Fall, ja. Und ich habe auch, kann sein, ja. Ja, und ich habe ja, und da hast du ja auch gesprochen, oder beziehungsweise von der, wo ich das auch öfter erwähne, dieser Unbesiegbarkeitsmythos von muslimischen Kaukasiern, Tschetschenen, dass die unbesiegbar sind und die sind die heftigsten und die stärksten und so weiter. Und da habe ich ein interessantes Video auf TikTok auch gefunden. Ein Franzose links oder jetzt rechts, den blauen, und der andere Tschetschenen, den grünen Shorts und so weiter. Schauen wir mal, wie der Kampf Alter, franchement, ils font des belles actions. 66 kilos, très très souvent. Chez YFC, c'est des très beaux combats. Ouais, c'est vrai. Surtout, je me rappelle de Paul, il s'appelle. Tu te rappelles, il fait Muay Thai. Fares contre Jules. Jules, ah oui, Jules, il faut qu'il revienne, Jules. Ouais. Bah, contre le gagnant d'ailleurs. Ah oui, vraiment. Jules, contre le gagnant. Franchement, ce serait super bien. Je pense que Fares, il avait refusé de revenir. Top. Ah, il le charge. Ah, il le charge. Comme on le voit. Ouais, c'est ce qu'il s'est dit avec lui. Oh. Tu vois,
Il est très rude, hein, quand même. Je sens, j'ai mal pour lui, en fait. À chaque fois qu'il met un coup. Je t'avais dit, la fatigue. Attention, ouais. T-shirt. Attention, pas le t-shirt. Pound and pound, vorbei. Boom. T-shirt, t-shirt. Il va se relever. Est-ce qu'il va se relever? C'est très compliqué. Aïe. Ouais, je pense que ça va s'arrêter. Attends. Attends, Mathieu, attends. Il va résister. Il résiste. Stop. C'est fini. Yeah! Oh, ouais, wieder. Deuxième Round, wow! Une minute. Ja, schöner Sieg. Mal wieder ausschaut. Guck, ja, er sieht aus wie so ein französischer Bubi, gell? Wie so ein Bubi. Ja, so. Aber guck mal, was er drauf hat. Ja, genau. Ja, so ein, er sieht aus wie so ein Milchgesicht, so ein unschuldiger Franzose aus dem Vor. Ich meine, kann ja auch sein, er ist jetzt nicht, nur weil es war ein fairer Kampf nach Regeln. Der andere, bärtiger, gefährliche Tschetschene und so weiter. Und ja, so ein französisches Milchgesicht und haut ihn um. Und genau das passiert, wenn man seine Angst überwindet, trainiert, sich Fähigkeiten aneignet und daher überhaupt nicht die Moslems fürchten muss, weder die angeblich unbesiegbaren Tschetschenen noch was weiß ich wer, egal wer, ob jetzt Türken oder Araber oder sonst irgendwas. Und das zeigt das Video sehr, sehr gut, dass auch die deutschen und österreichischen Jugendlichen sich da überhaupt keine Angst haben müssen und die anderen nicht grundsätzlich überlegen sind. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, die von Defend anschaust, ja, die in Deutschland da kämpfen in Berlin, ja, da verlieren ja immer die Deutschen, fast immer. Ja, und immer die Tschetschenen und die anderen sind immer siegreich. Und daher fand ich das interessant, das Video, welches eben zeigt, dass sie nicht unbesiegbar sind. Und wie ein junger Franzose, der ausschaut wie ein Milchbubi, diesen bärtigen Tschetschenen, und das ohne Probleme richtig bearbeitet und weghaut. Absolut dominiert, super, super. Genau, das dauert nicht lange, eine Minute, das kannst du nochmal anmachen. Ja. Also ein Serbe gegen einen muslimischen Tschetschen. Ja, Guillotine und hat ihn dort und der hat, aufgegeben, abgeklatscht und fertig. So schnell geht's. Wieder getappt. Dann machen wir zum Abschluss noch. Schnell. Ja. Ja, also es ist wichtig, diesen Mythos zu durchbrechen, ja, diesen Mythos zu durchbrechen, dass die Moslems oder muslimische Völker den Europäern grundsätzlich überlegen sind, körperlich oder im Kampfsport oder sonst irgendwo. Es ist überhaupt nicht der Fall. Ja, es gibt genügend Gegenbeispiele. Jürgen Losenski, vielen Dank. Der Sinan war wirklich ein Pionier und mit einem Link versehen. Ich habe es jetzt runtergeladen. Schauen wir uns mal das Video an, in was Sinan ein Pionier war. Vom Sinan der Ball? Ist vom Sinan. Wie immer. Und den Sinan, den werde ich mir jetzt erstmal nochmal vorknüpfen. Ich werde nochmal ein paar Takte mit dem sprechen. Junger Mann! Dominik Warp kennt seine Pappenheimer und diskutiert nicht lange. Komm mal her. Du willst doch noch lange, lange hier schwimmen, oder? Ja, lass mal meinen Ball holen hier. Nee, nicht da. Der Schaut. Der kleine Sinan.
Ja, also Pionier in Kanaken machen Stress im Freibad. Ja, da war er schon ganz mit dabei. Hier war noch so ein stabiler deutscher Bademeister und knüpft sich hier so die Kennex einem nach den anderen vor. Das waren noch andere Zeiten hier. Ball holen hier. Du willst doch noch lange, lange hier schwimmen und wenn du dich nicht benimmst, dann muss ich... Das ist bestimmt in Essen. Das ist, glaube ich, das Freibad in Essen. Jetzt nach Hause gehen. Da musst du jetzt nach... Lass mich ausreden. Hey, lass mich ausreden. Wenn du dich nicht benimmst, dann musst du gehen. Ich benehme mich immer hier. Ich bin hier seit 10 Jahren, bevor ihr Bademeister hier wart. Und seit 10 Jahren, bevor hier der Bademeister hier war. Also schon damals so ein kleiner Asi. Schon wieder dieses... Ja, ist aus Versehen da reingeflogen. Nimm den Ring. Was? Schon wieder so ein Besitzanspruch, ne? Ein auf, ich bin schon länger hier als du, was willst du mir sagen, ne? Weißt du, was ich meine? Das ist typisch. Ich gehe ins Freibad, da gab es noch gar keine Bademeister in Deutschland. Da war Bademeister noch nicht erfunden in Deutschland, da gehe ich schon ins Essener Freibad. Entweder du zügelst dich, oder du gehst jetzt sofort. Aber, was sehen wir hier? Allein von der Anzahl her, viel weniger Kanaken um ihn herum. Normalerweise jetzt wären ganz schnell mal 20, 30, 40, 50 da. Zeigt, wie dem demografischen Wandel, ja, wie die Bevölkerung, dass die Bevölkerung sich damals noch etwas anders zusammengesetzt hat und sie nicht so heftig in der Überzahl waren wie heute. Und eine defensivere Haltung der Ausländer und eine offensivere Haltung deutscher, ja, sagen wir Sicherheitskräfte, ob jetzt Bademeister, Polizist, also alle, sagen wir Deutsche, die irgendeine Autorität ausstrahlen und irgendeine Ordnung durchsetzen müssen. Ja? Also wir sehen schon jetzt den Unterschied. Das waren damals schon die Vorboten. Und heute ist die Situation so, dass Deutsche nicht mehr ins Freibad gehen können, dass es Massenschlägereien gibt, dass es sexuelle Belästigungen gibt und der Zustand ja unzumutbar ist. Er hat ja auch ein Lied gemacht. Das war ja von 2003, glaube ich, und dann hat er 2013, also 10 Jahre danach, hat er diesen Bademeister gedisst in dem Track Bademeister. Dann hat er den beleidigt von oben bis unten. Also 10 Jahre hat er diesen Hass in sich gehabt. Und dann hat er den Track gemacht mit 10 Jahre danach, ja. Heftig. Ich will mich von dir nicht, ist das klar? So, und deinen Ball, den kannst du dir nachher abholen, wenn du nach Hause gehst. Ja, dann. Schon mal richtige Ansage. Sinan, hol dir deinen Ball ab, wenn du nach Hause gehst. Dann bleibt er da. Ja, danke schön. Ja. Benehmt euch. Klar? Sonst geht's raus. Ja, das ist halt jemand, der gerne ein bisschen den Starken markiert, aber für uns kein Problem. Ne? Ja, damals. Heute sieht's anders aus. Wenn er sich nicht benehmen kann und wenn er sich weiterhin nicht benimmt, dann geht er raus. Damals hat halt ein großgewachsener Deutscher mit Mut gereicht, um für Ordnung zu sorgen. Ja, heute geht's halt nicht mehr. Ja, danke fürs Video. Sehr, sehr interessant. Ghost7, vielen, vielen Dank. Danke dir, Ghost7. Heinz Ösiland, vielen Dank. Habe letzte Woche dein Buch fertig gelesen. Ist wirklich unfassbar gut geschrieben. Wird da mal ein Teil 2 mit der Geschichte von noch Moslem zu Christ kommen? Habe dein Buch im Freundeskreis verliehen. Hier der Obolus. Liebe Grüße an euch beide. Ja, vielen, vielen Dank, Heinz. Ja, es kann sein, dass es eine Fortsetzung gibt in Form eines Teil 2. Ich meine, an Stoff mangelt es ja nicht. ja, das wär's mit den Fragen und auch mit den Videos. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann schickt sie jetzt, dass wir noch drauf eingehen können. Wie viel Uhr ist jetzt? 11 Uhr? Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch TikTok... Eigentlich wollte ich heute mal früher schlafen gehen, wenn ich jetzt mit TikTok... Ich eigentlich auch, aber macht trotzdem Spaß, ne? Ja, okay. Wenn man einmal so anfängt und schon online ist. Ich denke mal, so eine Stunde kann niemanden umbringen, wenn man noch eine Stunde... Ja, aber es fängt immer an mit einer Stunde, aber es hört dann nicht auf bei einer Stunde.
Ja, erzähl mal, oder genau, erzähl mal jetzt hier von der Idee mit dem, ja, was heißt Format? Ich würde es nicht Format nennen, ist sehr schwer auf TikTok so ein Format zu etablieren, aber wie du dir das vorgestellt hast, dass die Zuschauer so ein bisschen da was mitbekommen, wie wir es in Zukunft machen wollen. Also nicht ständig, wir werden natürlich auch einzeln auf TikTok live gehen, aber wenn wir zusammen, dass wir ab und zu mal zusammen live gehen und erzähl mal, ich komme gleich. Ja, also ich habe das Ganze versucht, so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich bin jetzt so ungefähr seit 2 Monaten auf TikTok, ne? Und der Irfan, glaube ich, ein bisschen länger. Auf jeden Fall sind wir beide nicht so lang auf TikTok, ja. Und ich habe mir letztens so ein bisschen Gedanken gemacht, was da eigentlich so geschieht. Ich reflektiere auch gerne mein eigenes Verhalten selber und so, und dann analysiere ich die Sachen auch gerne. Und was mir dann auch gefallen ist, ist, dass diese Begrifflichkeit virtuelle Kundgebung, die ist zwar richtig, das ist ja auch eine Art virtuelle Kundgebung, aber was ich noch viel passender finden würde, ist virtueller Kreuzzug. Das klingt ein bisschen provokativer und klar, aber trotzdem, das ist ja eine Art Kreuzzug. Ne? Also der Irfan, der redet ja mit Moslems und auch mit Ex-Moslems und auch mit potenziellen Leuten, die vielleicht zum Islam konvertieren wollen, versucht es denen auszureden. Dementsprechend ist das ein virtueller Kreuzzug, weil er versucht ja auch, er möchte ja auch, genauso wie ich, dass Europa weiß europäisch-christlich bleibt. Dementsprechend ist es buchstäblich ein virtueller Kreuzzug. Also ideologisch natürlich nur gesehen. Und wir haben uns gedacht, also ich fand die Idee so gut und ich hoffe, dass du sie auch gut findest, dass wir uns dann regelmäßig treffen, an 1 oder an 2 Tagen die Woche, und dann machen wir einen virtuellen Kreuzzug. Du und ich machen Matches gegen andere, Andersdenkende, ja, und dann werden die erstmal schön gesrippt, ja, kann man schon fast sagen. Und dann redet man halt und versucht es denen halt so ein bisschen auszureden und mal gucken, wie weit wir kommen. Und ja, das ist doch, glaube ich, mal gar nicht mal so schlecht. Also, bald gibt es virtuelle Kreuzzüge. Auch die Optik wird dementsprechend etwas angepasst. Also ich habe ja schon. Ich freue mich schon so, das wird so richtig, das wird sie richtig so, ja, das wird richtig abgehen, Mann. Ich meine, es geht ja jetzt schon heftig ab, so. Es geht ja jetzt schon heftig ab, aber dann wird es richtig abgehen. Dann geht es den Leuten an den Kragen. Dann geht es dem Herrn Osman an den Kragen. Wer kennt Herr Osman? Kennst du Herr Osman? Ist das ein Leon? Was? Ist das dieser Anne Leon oder wen meinst du mit Osman? Nein, nein, das ist nicht. Nein, nicht Ali Osman. Es gibt einen anderen Herr Osman. Wer von den Zuschauern kennt Herr Osman? Also, das ist Herr Osman. Hallo Herr Osman! Was ist los in Ihrem Haus hier? Die Leute beschweren sich über Sie. Wie kommt das? Können Sie reden? Sie sind doch sonst relativ lautstark, wenn es darum geht, die Mitmieter und die Miteigentümer zu beschimpfen. Oh, das ist interessant. Bei den TikTok-Streams, ne, schreibt er da so, alle herzlich willkommen, alle mit so Herzchen und redet da voll nett und so. Hast du das mal mitbekommen? Der? Ja, er, der macht so herzlich willkommen an alle mit Herzchen. Und der ist da voll lieb, wirklich. Gar er ist auf TikTok. Ja. Junge, das gibt's doch nicht. Aber schau mal, wie er sich am Anfang verstecken will und dann so runter geht und dann wieder rauf. Schau mal. Herr Osman, was ist los in Ihrem Haus hier? Hast du es gesehen schon? Herr Osman, was ist los in Ihrem Haus hier? Ja, das ist halt die typische Zweigesichtigkeit bei denen. Ja, die können halt so ganz lieb und so weiter, aber sie können halt auch den... ja, das ist halt auch ein Charakter, ein Zug, Eigenzug vom Psychopathen. Dass sie sich gut verstellen können für die Öffentlichkeit, gut verstellen können und Nettigkeit, Freundlichkeit, das quasi so imitieren und so tun. Ja. Aber nicht ganz anders sind. Dudel, bist du wieder einmal in Graz? Danke für deine Arbeit. Puh, ich habe jetzt nichts geplant, dass ich demnächst mal in Graz bin. Ist jetzt nichts geplant. Ja, ich war ein paar Mal in Graz, aber gut. Ich hab hier noch ein gutes Video.
ist auch schon etwas älter, aber ich lade das mal ganz kurz runter. Das können wir nochmal zeigen, wenn wir schon gerade über Polizei und so gesprochen haben. Haben wir hier noch etwas älteres Video aus Ungarn. Vielleicht kennst du das ja auch. Da sieht man mal, was für Untermenschen das manchmal sind. Nicht immer, aber manchmal, ja. Vom Verhalten her, was lädt sich neu, ja? Ja, klar. Vom Verhalten her. Meine, doch, das ist untermenschliches Verhalten. Ihr werdet das gleich selber sehen. Aber warte, sag dann, ich bin ja die ganzen... Untermenschen. Sagen wir asoziales Verhalten. Ihr werdet gleich selber sehen und dann könnt ihr euch eure eigenen Schlüsse ziehen. Naja, ihr kennt ja auch immer, wie die sich beschweren über die ungarische Polizei, wie hart sie ist gegenüber Migranten und menschenverachtend, also was, ne? Und ja, das können wir uns gleich einfach mal selber anschauen. So, runtergeladen, fertig und. Ach, das schon wieder. Nein, nicht das. Hast du das jetzt gemacht, oder? Ja, ich hab's gemacht. Ich hab gedacht, das wäre das. So, falls es noch Fragen gibt, dann schickt sie jetzt. Wir gehen dann nach dem Video. Ist der Stream dann zu Ende? Egal, mach's nächstes Mal. Warum? Ich hab's doch jetzt. Egal. Aber egal. Oder doch. Doch, doch, da ist es. Fest in Deutschland. Oder? Egal. Ich habe es jetzt hier reingetan. Also da, wo Horrible Scenes steht. Ja, genau. Guck mal, wie die Medien das so, hey, hast hier, wie die Medien es so ausschlachten. Schaut euch das mal an. Und jetzt werdet ihr gleich erfahren, was wirklich passiert ist. Also noch die Polizisten haben ein kleines Baby mit ihrer Mutter zusammengetreten da. Ja, was für eine ekelhafte Manipulation. Er tut seine eigene Frau mit Kind auf die Gleise, die Polizisten tun ihn weg und seine Frau und sein Kind, um sie zu retten und so weiter. Ja. Und was machen sie? Hier, am Anfang. Ah ne, hier. Lass uns das mal kurz vorlesen. Also wenn du möchtest, ich lese das mal kurz vor. Kannst du bitte nur diese Anzeige wegmachen? Kannst du das wegmachen, diese... Diese Leiste unten, geht das? Nein? Egal, ich versuche es trotzdem. Hungarian policeman detains migrants on the tracks as they wanted to run away at the railway station in the town of Bistke, Hungary, September 3. Also hier, ungarische Polizei, ja, hat die Migranten dort, also das waren die Polizisten ein. Natürlich drehen die das so, dass, wie als wenn die Polizisten sie dort irgendwie run away, also die Migranten wollten weglaufen quasi. Ja. Also wie manipulativ das ist. Und so entstand ja auch dieses Image der brutalen Ungarn, der menschlose, dieser Orban, Diktator Orban, der gegen Migranten ist, keine Gnade walten lässt gegen Frauen und Kinder. Genau so ist das entstanden. Und es gibt hunderte solcher Beispiele, das ist nur einer. Ja. Ja, Wahnsinn, echt abartig, abartig. Also, wir müssen wissen, deswegen habe ich gesagt, dass Sinan G. auch ja ein Paradebeispiel ist. Wir müssen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Sie sind für ihre eigenen Probleme immer, und zwar immer, selber verantwortlich, aber suchen den Schuldigen dann bei uns weißchristlichen Europäern.
Und dann, wenn wir sagen, nö, waren wir nicht, wir können es auch beweisen, dann sind wir Nazis, Rechtsradikale und alles. Deswegen gibt kein F darauf, was die von uns halten. Lasst uns einfach unser Ding durchziehen. Deswegen gibt es bald die virtuellen Kreuzzüge. Und ich hoffe, dass wir dann auch schön viel Erfolg damit haben werden. Gut, dann wären wir durch. Eine Frage noch. Wolf, der Söldner, vielen Dank. Abend, Irfan, Bier oder Wein? Wie stehst du dazu? Ja, kommt drauf an. So. Kommt drauf, zum Beispiel jetzt so tagsüber, wenn es heiß ist oder so, tagsüber irgendwie beim Mittagessen eher Bier. Aber dann irgendwie abends zu einem beim Abendessen Steak oder sowas, dann natürlich eher Wein. Ja. Oder abends, wenn man dann irgendwie so einen guten Fisch isst oder sowas, dann natürlich auch eher Wein. Ja, also es kommt drauf an. Ja, kommt drauf an. Also gut, dann definitiv Wein. Was? Bei mir definitiv Wein. Magst du kein Bier? Ja, aber Wein mag ich viel, viel mehr. Viel mehr. Roten oder weißen? Roten, ja klar, roten. Ja, lieblich. Ja, und ich wollte auch noch mal kurz sagen hier, falls jemand ethnisch deutsch ist und liebäugelt vielleicht auch mit so einer Art und Weise der Aufklärung anzufangen, macht es einfach, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ob ihr so in die Kiste hüpft oder irgendwie anders, Freunde, ein bisschen für das Land, für diesen Kontinent hier gerade, vielleicht auch für das Christentum gerade, ja. Lasst euch inspirieren, macht das genauso wie wir auch. Oder wenn ihr eine andere Idee habt, könnt ihr das auch in einer anderen Art und Weise machen. Aber lasst euch nicht irgendwie Angst machen oder Angst einjagen. Macht's einfach nur, Freunde. Macht's einfach nur. Ganz einfach. Ja. Gut, dann wären wir durch. Ja, war ein sehr guter Stream, fand ich. Auf YouTube natürlich immer deutlich angenehmer als auf TikTok. Ich glaube, ich werde nicht. Boah, wieder schon mal genau auf 2 Stunden. Auf die Minute genau. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, das war jetzt gar nicht. Aber es ist genau 2 Stunden läuft der Stream. Ich glaube, ich werde nicht mehr auf TikTok gehen. Ich muss echt mal früher schlafen gehen und ich werde wahrscheinlich dann eh morgen Abend oder sowas auf TikTok live sein. Ja, und deswegen denke ich, reicht es für heute. Gut, dann danke dir, Gerald, und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen Abend oder sowas. Schauen wir dann spontan auf TikTok oder so. Mhm. Haben wir uns dann einfach. Danke dir, danke für deine Zeit. Und ja, Stream bleibt auf YouTube online. Wer es verpasst hat oder zu spät kam oder sowas, kann sich den Stream dann in Ruhe anschauen. Geht ja auch für meine Verhältnisse nicht so lange. Ja, ansonsten danke euch, danke an alle Unterstützer, danke für die Superchats, danke an alle Zuschauer. Liken nicht vergessen, abonnieren. Ja, wir gehen halt auch einen Kanal, Serbo-Hebräisch auf YouTube. Ja, abonniert auch auf TikTok, damit ihr die Zerfetzungen, virtuellen Kundgebungen und bald dann auch die virtuellen Kreuzzüge live mitverfolgen könnt. Ja, gut. Wunderbar, geil. Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank euch. Schlaft gut. Gute Nacht. Und ja, bis Freitag dann. Ja. Freunde, sind wir noch live?